Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, liebe Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidatinnen, liebes Publikum, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu Jugend debattiert mit Spitzenkandidaten hier im Hessischen Landtag. Mein Name ist Charlotte Allier und ich freue mich, mit Ihnen und euch heute diese besondere Veranstaltung begehen zu dürfen. Eine Veranstaltung, die schon auf die Zukunft hinarbeitet, denn am 8. Oktober ist hier Landtagswahl in Hessen. Und darauf bereiten wir uns jetzt schon mal vor und nehmen uns die Zeit, so richtig in die Themen und in die Parteien einzusteigen. Und dieser Tag, der 8. Oktober, ist nicht nur relevant für Menschen, die über 18 Jahre alt sind und bei der Wahl teilnehmen, sondern auch für alle Schülerinnen und Schüler, die an der Juniorwahl teilnehmen und da auch ihre Stimme abgeben. Deswegen auch für euch heute ein wichtiger Termin, um sich schon mal zu informieren. Und welche Rolle dieses Event eigentlich spielt, nicht nur für die Wahlen, sondern auch für Debatte und Demokratie, das möchte ich jetzt ein bisschen genauer besprechen mit folgenden Gästen hier vorne bei mir. Einmal mit der hessischen Landtagspräsidentin Frau Astrid Weilmann und mit dem Leiter von Jugend debattiert, Jan-Jonathan Bock. Bitte schön. Ja, Frau Weilmann, wir stehen ja jetzt hier quasi in Ihrem beruflichen Wohnzimmer, könnte man sagen, oder auch der Herzkammer der Demokratie, denn hier werden wichtige Entscheidungen getroffen. Was verbinden Sie denn mit diesem Ort? Ja, der Hessische Landtag ist für mich und für uns, für die Abgeordneten, tatsächlich ein ganz besonderer Ort. Es ist die Volksvertretung unseres Bundeslandes und der Plenarsaal, Sie haben es eben schon gesagt, ist im Prinzip die Herzkammer unserer Demokratie, denn hier werden die Gesetze verabschiedet. Wir haben nächste Woche wieder eine Plenarwoche vor uns. Außerdem werden hier durch Wahlen auch wichtige Ämter vergeben, beispielsweise das Amt des Ministerpräsidenten. Und kurzum, hier im Hessischen Landtag wird die Politik für 6 Millionen Hessinnen und Hessen gemacht. Also ein ganz wichtiger Ort. Und an diesem Ort werden nicht nur Entscheidungen getroffen, sondern auch Demokratie gelebt. Was bedeutet denn für Sie Demokratie? Was begeistert Sie daran? Naja, es ist halt nicht selbstverständlich, in einer Demokratie leben zu dürfen. Deswegen ist es auch wichtig, das immer wieder auch zu betonen. Und ich bin persönlich auch, und das geht uns ja allen so, auch sehr dankbar. Und das Besondere an der Demokratie ist ja am Ende, dass wir die Bürgerinnen und Bürger wählen lassen, zum Beispiel am 8. Oktober, wer sie regiert, dass es nicht so ist, dass vorgegeben ist, dass es eine Gruppe gibt oder auch einen Menschen gibt, der über andere herrscht, sondern man hat selber eine Wahl. Das ist was Besonderes, ein Privileg, davon muss man auch Gebrauch machen. Und außerdem ist natürlich jeder auch aufgerufen, mitzumachen, mitzugestalten. Und das ist das Besondere der Demokratie und das gibt es auch nur in der Demokratie. Und eine Form mitzumachen und mitzugestalten in der Demokratie ist ja auch die Debatte an sich. Warum ist denn die Debatte für eine Demokratie so wichtig? Warum braucht man das? Warum muss man sich dann überhaupt streiten? Also in der Demokratie braucht es ja eine Öffentlichkeit, in der gestritten wird, diskutiert wird. Das ist ja auch das Wesensmerkmal, dass keine Meinungen vorgegeben werden. Und es ist unerlässlich für die Demokratie. Und am Ende steht es auch, die Debatte steht sozusagen oder ist die Grundlage für den Meinungsbildungs- und auch Entscheidungsprozess, auch hier im Hessischen Landtag. Sehr gut. Und ein Entscheidungsbildungsprozess, der wird ja auch jetzt stattfinden nach der Veranstaltung heute, mit neuen Erkenntnissen, die man gewinnt durch Debatten, die heute hier stattfinden. Und ein Mann, der sich besonders viel mit Debatten beschäftigt, steht hier neben mir. Herr Bock, Sie betreuen das Projekt Jugend debattiert. Und wir sind jetzt hier bei Jugend debattiert mit Spitzenkandidaten. Wir haben die Politiker und Politikerinnen hier sitzen, aber auch junge Menschen, die aus dem Wettbewerb Jugend debattiert hervorgekommen sind. Was ist denn Jugend debattiert eigentlich? Ja, es ist schön, hier zu sein. Vielen, vielen Dank auch, dass wir wieder im Landtag sein dürfen. Jugend debattiert ist ein Programm für die politische, sprachliche und politische Bildung. Wer von euch, wer hier oben kennt den Jugend debattiert? Könnt ihr mal die Hand hochmachen, wenn ihr wisst, worum es da ungefähr geht? Okay, das ist eigentlich alle. Ich kann es aber trotzdem gerne nochmal sagen, worum es geht. Also es geht darum, dass wir lernen, uns in einer immer diverser werdenden Gesellschaft auch mit anderen Standpunkten auseinanderzusetzen. Und das Besondere an Jugend debattiert ist die Kombination aus Training und Wettbewerb. Es werden also immer wieder von Schulen bis Seminaren und Workshops, die wir auch anbieten, Debattenkompetenzen vermittelt, also richtige Recherche. Wie bilde ich mir eigentlich eine eigene Meinung? Wie vertrete ich diese Meinung? Und wie gehe ich auf andere Leute ein, die eine andere Meinung vertreten und auf die ich mich beziehen möchte? Und das Besondere an Jugend debattiert ist auch, dass die Jugendlichen, die eine Debatte mit uns gestalten, ein Thema bekommen. Zum Beispiel neulich beim Bundesfinale in Berlin war die eine Frage,
soll sich Berlin um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2036 bewerben. Das ist ganz komplex. Da geht es um Nationalsozialismus, um Erinnerungskultur, um die Rolle des IOC, um Städtebau und so weiter. Aber wir sagen erst kurz vorher, welche Position die Jugendlichen einnehmen. Das heißt, die Idee dahinter ist auch ein Perspektivwechsel. Zu verstehen, dass politische Meinungen auch mit einer gewissen Ironie vertreten werden können, mit einer gewissen Leichtigkeit. Dass wir Personen nicht mit ihren Meinungen zu stark identifizieren, sondern auch immer die Menschen hinter den politischen Positionen und politischen Meinungen sehen. Und dafür, glaube ich, kann Jugenddebattiert einen ganz, ganz wichtigen Beitrag in einer Demokratie leisten. Wir arbeiten mit 1600 Schulen zusammen, mit 200.000 Schülerinnen und Schülern, die jedes Jahr mitmachen in allen Bundesländern. Und ich glaube, dass damit das Programm einen Beitrag zur Demokratiebildung und zur Demokratiestärkung leisten kann. Und das Programm hat eben nicht nur die Wettbewerbe in Schulen und den Wettbewerb an sich, sondern auch Events wie heute hier im Landtag. Was ist denn Jugenddebattiert mit Spitzenkandidaten für ein Event? Was ist das Besondere? Ja, das Besondere ist, dass hier viele junge Menschen sind. Ich frage euch nochmal da oben, damit ich euch ein bisschen aktiviere nach dem Lunch. Wer von euch ist denn Erstwählerin oder Erstwähler? Ja, so ein paar. Okay, ja. Wer hat schon mal gewählt bei einer Wahl? Genau, wenige. Also wer freut sich darauf, in Zukunft nochmal wählen zu dürfen? Ja, fast alle anderen Hände gehen hoch. Also worum es hier heute geht, ist, dass junge Menschen gucken, was machen die Parteien eigentlich für uns? Die Debattantinnen und Debattanten, die heute mit den Spitzenkandidierenden oder mit den Vertreterinnen und Vertretern der Parteien debattieren, haben sich die Wahlprogramme angeguckt und überlegt, okay, was steht da eigentlich drin für uns junge Menschen? Wenn das umgesetzt wird, was bedeutet das eigentlich für mich? Das heißt, die Leute, die hier unten gleich debattieren, die haben für euch, die ihr da oben sitzt, und für euch hier hinten die Wahlprogramme einmal durchleuchtet, um zu schauen, was bedeutet das, was sind die Konsequenzen für mein Leben, für meine Zukunft, für die Art und Weise, wie wir hier in Hessen zusammenleben. Das ist das Besondere, dass wir auch Erstwählerinnen und Erstwähler ansprechen, dass wir von Jugendlichen die Perspektiven einfordern zu sagen, guck mal, das habt ihr doch da reingeschrieben, was bedeutet das eigentlich, lässt sich das überhaupt umsetzen, was bedeutet das für mich? Und was macht ihr mir damit für ein Angebot? Also es geht darum, Jugendlichen zu vermitteln, ihr könnt mitreden, ihr seid aktiv, ihr habt die Möglichkeit, euch einzubringen. Und wenn euch eine Regierung gefällt, dann könnt ihr das Parlament bestätigen, damit die Regierung drin bleibt. Aber ihr könnt auch, wenn ihr wollt, ein Parlament so gestalten, dass eine Regierung ausgewechselt wird. Und zwar ohne Blutvergießen. Und Sie haben es eben schon mal angesprochen, das ist in der menschlichen Geschichte ein Novum. Und es ist auch immer noch auf der Welt die Ausnahme. Und deswegen sind wir hier, um jungen Menschen zu erklären, wie wichtig Demokratie ist und sie mit den Wahlprogrammen der Parteien bekannter zu machen und zu merken, das betrifft auch mich, das geht mich etwas an und es kümmert sich jemand um meine Zukunft. Und genau das wollen wir jetzt gleich tun. Ich sage vielen Dank für den Moment hier vorne. Setzen Sie sich gerne wieder. Danke. Ja, über die Wichtigkeit der Veranstaltung haben wir jetzt gesprochen und es ist Zeit, mal zu schauen, wer denn heute dabei ist, um über Themen zu sprechen. Und wir begrüßen Sie jetzt gemeinsam mit einem gemeinsamen Applaus. Hier sitzt Ines Klaus, die Fraktionsvorsitzende der CDU. Wir haben die Ministerin für Wissenschaft. Wir machen das gebündelt, da müssen wir nicht genau, super. Wir haben die Ministerin für Wissenschaft und Kunst von Bündnis 90 Die Grünen, Angela Dorn. Wir haben den SPD-Fraktionsvorsitzenden Günther Rudolph bei uns. Den Fraktionsvorsitzenden von der FDP, Herrn René Rock. Und die Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin für Die Linke, Elisabeth Kuhler. Herzlich willkommen. An dieser Stelle der kurze Hinweis, der Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat der AfD-Fraktion, Herr Robert Lambrou, der kann heute leider nicht hier sein und richtet liebe Grüße aus. Wir haben auch Landes- und Bundessieger aus dem Wettbewerb Jugend debattiert da, die gleich an der jeweils anderen Theke Platz nehmen werden, um die Politikerinnen auf Herz und Niere zu prüfen. Und da begrüßen wir Miria, Sophie, Grace, Carlos und Leopold. Schön, dass ihr da seid. Und das Ganze läuft jetzt nicht einfach so nach Gefühl, dann sagt mal die eine Person was, dann sagt mal die andere Person was, sondern wir haben auch feste Regeln, das ist immer so in Parlamenten, dass nicht jeder so lange reden kann, wie er oder sie möchte, sondern man muss da auch so ein bisschen eine Struktur schaffen und die möchte ich Ihnen und euch jetzt kurz mitteilen, wie das heute ablaufen wird. Eine Debatte, die dauert insgesamt 12 Minuten und besteht aus verschiedenen Teilen. Das Ganze wird losgehen mit einer Eröffnungsrunde, da bekommt jeder Politiker, jede Politikerin, jede Debattantin, jeder Debattant 2 Minuten Zeit, um ein Eingangsstatement vorzutragen.
Danach geht es in die Rede und Gegenrede. Die dauert insgesamt 6 Minuten lang. Also da kann dann das Wortgefecht so richtig entfachen. Da bekommt jeder immer 1 Minute Zeit und dann ist die andere Person dran. Dann haben wir noch eine Schlussrunde. Da bekommt jeder noch mal 1 Minute Zeit, um abschließend noch mal zusammenzufassen, was ist wichtig mit dem Thema, was ist mein Standpunkt. Und zur Orientierung, damit man nicht nach Gefühl innerlich mitzählen muss, ist die Minute vorbei, habe ich noch, wie viel Zeit habe ich noch, haben wir eine Glocke, die das akustisch regelt. Da sitzt Jonathan. Jonathan, magst du einmal vormachen, was man 15 Sekunden vor Ende der Redezeit hört? Ein leises Glockenläuten, das einen warnt, okay, ich habe nur noch 15 Sekunden, ich beende meinen Satz jetzt mal lieber. Und wenn man dann aber sich denkt, ach, ich will doch noch was sagen, ich ignoriere das jetzt, dann wird Jonathan böse mit der Glocke, denn dann wird es etwas lauter, nämlich. Ja, immer noch ein freundliches Böse. Aber trotzdem die Warnung, Politikerinnen und Politiker, die haben ja viel zu sagen, aber ich warne sie, wenn sie versuchen, Jonathan zu ignorieren, wird er sich zeigen mit der Glocke. Also ist schön, wenn sie die Zeit einhalten. Zur Orientierung werden auch noch Karten hochgehalten. Das macht Murat daneben, sodass sie auch noch mal sehen, wo befinden wir uns eigentlich gerade? Sind wir noch in der Öffnung? Sind wir in der Rede und Gegenrede? Oder sind wir schon am Schluss? All das kann man in den Karten sehen. So, die Politikerinnen und Politiker, die machen jetzt gleich hier jeweils einen Vorschlag, den sie selbst mitgebracht haben, für den sie stehen, für die man sie am 8. Oktober wählen kann. Und unsere Schüler, die wollen nicht gewählt werden, aber das hat Herr Bock eben schon gesagt, die sind stellvertretend für euch im Publikum da, um mal so zu fragen, macht das denn eigentlich so viel Sinn? Kann man das umsetzen? Wollen wir das überhaupt? Das ist deren Aufgabe. Und nach der Debatte wird es aber auch die Möglichkeit geben, dass ihr im Raum eure Frage an den Politiker oder die Politikerin stellen könnt. Also macht euch gerne schon mal Gedanken, was wollte ich die Person schon immer mal fragen? Denn dann wird es die Gelegenheit geben. So. Und jetzt sind wir auch schon so weit, dass wir starten können. Frau Klaus, Sie sind die Erste. Kommen Sie doch gerne zu mir ans Pult. CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Klaus. Und zu Beginn von jeder Debatte bekommt jede Politikerin, jeder Politiker sich Chance, sich mal kurz vorzustellen in 1 Minute. Frau Klaus, was müssen wir denn unbedingt über Sie wissen? Meinen Namen haben Sie jetzt schon gesagt, deswegen lasse ich den weg aus Zeitgründen. Ich habe Angst vor der Glocke. Ansonsten, ich bin 45 Jahre alt. Ich bin gelernte Volljuristin. Ich bin verheiratet. Wir haben 3 Kinder. Ich bin seit 2018 im Hessischen Landtag. Seit 3 Jahren darf ich hier die Fraktionsvorsitzende sein. Sitze normalerweise an der Stelle von Frau Sophie Bauersache. Also, insoweit, ich glaube, das ist das Wesentliche hier. Und vor allen Dingen, ich freue mich auf die Debatte. Vielen Dank. Wir freuen uns auch. Und einmal der deswegen darf ich Sie bitten, doch ans andere Pult zu kommen, weil die Pro-Seite mit dem Vorschlag steht bei Jugend debattiert immer auf dieser Seite. Und dann haben wir nämlich hier Platz für unsere Kontner-Rednerin. Sie ist 17 Jahre alt, Landessiegerin aus 2022. Sie besucht die 12. Klasse der Edith-Stein-Schule in Darmstadt und heißt Merja Thieme. Schön, dass du da bist, Merja. Ich frage, sind Sie bereit, bist du bereit für die erste Debatte? Das sieht gut aus, ich sehe Nicken. Dann verlese ich jetzt die Frage. Die lautet, soll in Hessen das gegliederte Schulsystem beibehalten werden? Viel Spaß. Ich bin für die Beibehaltung des Chancenschulsystems, des dreigliedrigen Schulsystems, also gegen die Einheitsschule. Denn wenn wir uns anschauen, dass alle Menschen unterschiedlich sind, wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, dann muss das auch im Schulsystem sichtbar werden. Und dafür nenne ich mal 3 Punkte. Es ist einmal die Durchlässigkeit, die dieses System ermöglicht. Das heißt, man muss zu Beginn der Schulkarriere sich gar nicht festlegen, was man später werden möchte. Denn man kann sagen, ich gehe erst auf die Realschule, entwickle mich aber weiter und möchte später Notar werden. Das geht. Man hat zweitens die Möglichkeit, dass man überhaupt aussuchen kann. Das heißt, es gibt überhaupt eine Wahlmöglichkeit, wenn man ein gegliedertes Schulsystem hat und nicht nur eine Schulform. Und der 3. Punkt ist insgesamt die Möglichkeit, sich Zukunftschancen sich dadurch zu erarbeiten, dass man in allen Lebensphasen, und die sind unterschiedlich, andere Wege ergreifen kann. Deswegen, alle Menschen sind gleichwertig, aber nicht alle Menschen sind gleich. Das sage ich ihm, habe ich in der Kurzvorstellung gesagt. Ich habe selbst 3 Kinder, davon sind sogar 2 Zwillinge. Am gleichen Tag geboren, gleiche Erziehung, zum gleichen Zeitpunkt, alle unterschiedlich.
Und denen, als auch allen anderen Kindern, wollen wir als CDU-Fraktion die Möglichkeit geben, sich aussuchen zu können, welche Schulform sie wählen können. Alles andere wäre eine Beschneidung in den Schulformen. Deswegen stehen wir in aller Deutlichkeit für ein gegliedertes Schulsystem, für ein sogenanntes Chancenschulsystem. Das haben wir seit vielen Jahren in Hessen, machen damit auch sehr, sehr gute Erfahrungen. Es geht hier nicht um Gefühle und Wellenschlag, das haben wir schon gehört, sondern auch um Fakten. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel Schulabbrecherquoten insgesamt anschaut, dann sind wir in Hessen sehr gut aufgestellt. Wir sind auf Platz 2. Deswegen stelle ich mich ausdrücklich hinter ein Chancenschulsystem und bewerte es so, dass ich sage, es gibt den Menschen die Möglichkeit auszuwählen und das ist wichtig, wenn man den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Ja, zu Beginn dieser Debatte habe ich gleich ein paar Fragen an Sie. Und zwar stellt sich mir als Schülerin die Frage, was meinen Sie unter dreigliedrig? Wie sieht es da beispielsweise mit Gesamtschulen aus? Also verstehen Sie darunter Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien? Wie sehen Sie das? Des Weiteren frage ich mich, Sie sagen beibehalten. Schließen Sie damit jegliche Reformen aus oder sagen Sie, kleinere Reformen sind durchaus möglich? Wo wir uns einig sind, sind, dass allen Schülerinnen und Schülern die bestmögliche Bildung ermöglicht werden sollte und sie bestmöglich gefördert und gefordert werden sollen. Das ist ja auch das, was im CDU-Parteiprogramm drinsteht. Sie haben das hessische oder deutsche Bildungssystem gelobt und haben die Durchlässigkeit und die Chancen betont. Aber da sprechen die Studien teils eine andere Sprache. Beispielsweise die PISA-Studie der OECD aus 2018 hat gezeigt, dass das deutsche Schulsystem ungerecht ist, dass eben beispielsweise der sozioökonomische Hintergrund, der ist beispielsweise der Eltern, auch einen indirekten Einfluss auf die Schulwahl hat. Und da stellt sich mir die Frage, inwiefern ist das dann gerecht? Sie sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt, es geht darum, individuell zu fördern. Aber wenn die Situation der Eltern Einfluss auf die Schulwahl hat, ist das doch dann nicht mehr das Individuum, was im Vordergrund steht. Des Weiteren haben Sie angesprochen, dass das Schulsystem sehr durchlässig ist. Das heißt, dass man einfach von der Realschule aufs Gymnasium oder von der Realschule auf die Hauptschule wechseln kann. Ich als Schülerin kann aber sagen, so einfach ist es nicht. Denn gerade in dem Alter, in dem sich die Schülerinnen und Schüler da befinden, ist das soziale Umfeld sehr wichtig. Das heißt, es gibt die Freundesgruppe, in der sie sich befinden und man fühlt sich einfach wohl. Und dann zu sagen, ich gehe auf eine komplett andere Schule in unserem dreigegliederten Schulsystem, ist sehr schwer, weil man eben komplett aus seinem System rausgerissen wird. Bei einer Gesamtschule zum Beispiel, bei einer Kooperativen zum Beispiel, wäre man in derselben Schule, nur in einer anderen Klasse. Außerdem ist ja auch eine Abkehr vom dreigliedrigen Schulsystem nicht gleich eine Hinkehr zur Einheitsschule. Binnendifferenzierung ist hier meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Stichwort. Und weil sich mir diese Fragen stellen, bin ich dagegen, dass das gegliederte Schulsystem beibehalten wird. Vielen herzlichen Dank, Frau Thieme. Das in einer Minute zu beantworten wird sportlich. Ich habe mit Sorge die Glocke im Auge. Aber ich fange damit an. Ich spreche mich dafür aus, dass wir die Schulen, die wir haben, behalten. Das ist zum Beispiel anders in Niedersachsen. Da werden gerade Förderschulen abgeschafft. Das wollen wir nicht. Wir wollen die komplette Auswahl an Schulen haben. Dann natürlich auch Reformen ermöglichen. Natürlich Schule weiterbilden. Wir haben jetzt gerade in Hessen die digitale Welt eingeführt. Ein neues Schulfach, das eben die Punkte, die Sie alle betreffen, die euch alle betreffen, dass ihr mit dem Handy, mit dem Tablet unterwegs seid, dass das auch Eingang in den Unterricht findet. Natürlich Schule auch weiterdenken, weil das wäre echt vermessen zu sagen, das System ist so lange schon so klasse, wir ändern da nichts dran. Bildungsgerechtigkeit, ein ganz wesentlicher Punkt. Ich hatte eben zu Beginn gesagt, die Schulvielfalt bzw. die Abbrecherquoten sind zu berücksichtigen. Das ist wesentlich und das ist ein Punkt für Bildungsgerechtigkeit, wenn die Schulabbrecherquoten niedrig sind. Binnendifferenzierung gibt es in der integrierten Gesamtschule, deswegen muss es dieses Schulsystem geben, deswegen ist es so wesentlich. Frau Klaus, Sie haben angesprochen, dass Sie die Schulen, die wir bereits haben, behalten wollen. Da sehen Sie auch die Gesamtschulen drunter. Aber es gibt doch auch an den bestehenden Gymnasien, Real- und Hauptschulen, die eben nicht mehrere Schulformen in einer Schule vereint haben, Probleme. Beispielsweise möchte ich gerne diese soziale Integration, den gesellschaftlichen Zusammenhalt ansprechen. Dieser gesellschaftliche Zusammenhalt ist gerade im Moment in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Da stellt sich mir als Schülerin die Frage, wenn, also ich kriege es ja mit, dass tendenziell, auch wenn die Schulformen eigentlich gleichwertig sind, dass unterschiedlich darüber geredet wird, einfach weil sie an einem anderen Standort sind, weil sie anders heißen.
ist es nicht sinnvoller, diese Schulen, die wir haben, umzuformen zu beispielsweise Gesamtschulen, weil dann auch die Schülerinnen und Schüler gemeinsam an einer Schule lernen. Da gibt es ja weiterhin diese Binnendifferenzierung. Denn es ist wichtig, die Schule hat auch den Auftrag, soziale Kompetenzen zu vermitteln und dem auch diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Und das geht eben dadurch, dass Schülerinnen und Schüler, auch wenn sie unterschiedliche Interessen haben oder unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten, gemeinsam lernen, in Kontakt stehen. Dieser Zusammenhalt ist enorm wichtig und das müssen die Schülerinnen und Schüler schon in der Schule lernen. Absolute Zustimmung dazu. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ganz wesentlich. Wir haben es gerade zu Beginn auch durch die Landtagspräsidentin und den Dr. Bock gehört. Das muss Schule auch leisten. Ich erlebe durch Schulbesuche ganz viele hervorragende Projekte im Unterricht, aber auch außerhalb des Schulunterrichts. Das heißt auf den Schulhöfen, durch irgendwelche Kühlbett-Buddies etc. Also die unterwegs sind, um zu sagen, ich übernehme Verantwortung für andere. Das findet auf jeden Fall statt. Und der Punkt, ich spreche mich ja in aller Deutlichkeit für den Erhalt der Gesamtschulen aus, weil sie Binnendifferenzierung eben ermöglichen, aber eben nicht ausschließlich. Weil wenn wir in die, und Sie haben PISA eben erwähnt, in andere Länder schauen, wo es nur Einheitsschulen gibt, also nur Schulen, die keine Differenzierungsmöglichkeiten außerhalb geben, da erkennt man eben, dass das problematisch ist, weil die Eltern, und das steht ja hinter dem Hintergrund Bildungsgerechtigkeit, sich Privatschulen aussuchen, wie zum Beispiel in England oder in Frankreich. Das heißt, da wird der Bypass in Richtung Privatschule genommen und Eliten gebildet. Sie haben jetzt eben mehrere Punkte angesprochen. Zum einen die Privatschulen, aber Privatschulen zu verbieten, das wäre ja auch wieder eine andere Reform. Darum geht es ja aber nicht. Aber ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen. Sie haben von diesen Einheitsschulen gesprochen. Und was eine weitere Frage, die sich mir stellt, ist, ob der Zeitpunkt, in dem über die Schulform eine doch sehr folgenreiche Entscheidung entschieden wird in der vierten Klasse, da sind die Schüler 9 oder 10 Jahre alt, nicht viel zu früh ist. Sie haben beispielsweise noch nicht die Pubertät, noch nicht mal mit der Pubertät begonnen. Die Interessen können sich noch komplett umändern, auch hin zur Bildung oder von der Bildung wiederum weg. Und sie sind deutlich beeinflussbar von externen Faktoren, beispielsweise durch den Tod einer nahestehenden Person. Und gerade weil es eben nicht einfach ist, die Schulform zu wechseln, sollte man den Zeitpunkt nicht nach hinten verlagern. Sie haben angesprochen, dass diese Einheitsschulen problematisch sind, aber die PISA-Studie spricht da auch etwas an, beispielsweise Finnland oder generell die skandinavischen Länder bis vor längerer Zeit auch Schweden haben ein Gesamtschulsystem für die 9 Jahre und schneiden überdurchschnittlich gut ab, deutlich besser als Deutschland, beispielsweise Finnland. Also das System funktioniert. Ganz sicher nicht Privatschulen verbieten, aber an der Stelle eben weitere Auswahlmöglichkeiten schaffen. Wenn man nur Gesamt- und nur Privatschule hat, ist die Tendenz der Elitenbildung höher. Das ist der Punkt. Zweitens, Sie haben gesagt, längeres Lernen von Beginn an. Schauen wir uns Berlin an, schauen wir uns Bremen an, das sind zwei Länder, die haben das, schneiden im Bildungsländerschnitt schlechter ab als diejenigen, die ein Chancenschulsystem haben. Insoweit nein zu diesem System. Finnland, da haben Sie absolut recht, die sind weit vorne und die haben ein Einheitsschulsystem. Die sind vorne. Es gibt aber auch ganz viele Länder, die auch eine Einheitsschule haben, die ganz hinten in der PISA-Studie sind. Das heißt, ist es in Finnland denn wirklich die Einheitsschule oder sind es mehrere Faktoren? Das heißt, alles in allem zusammengerechnet und in den Punkten gerechnet, dass man sagt, man muss die Bildungsgerechtigkeit sehen und man muss die Möglichkeiten der Auswahl sehen, bleibe ich dabei, Chancenschulsystem. Sie haben angesprochen, dass Einheitsschulen nicht nur ganz oben auf der PISA-Liste sind, sondern auch eher die letzten Plätze belegen können. Ja, aber wir müssen uns eben an den Ländern orientieren, wo es gut funktioniert. Das heißt, wir gucken, wo liegen da vielleicht die Ursachen, dass es gut funktioniert. Gegen Ende dieser Debatte möchte ich aber noch einen Blick in die Zukunft werfen. Denn sowohl Sie als auch Ihre Partei wollen ja, dass wir zukunftsfähig sind und modern. Da stellt sich mir die Frage, unser heutiges Schulsystem geht auf das 19. und 20. Jahrhundert zurück. Damals gab es Volksschulen und Gymnasien. Ich möchte gerne einen indirekten Vergleich ziehen. Für Gymnasien musste man damals viel bezahlen. Volksschulen waren zeitweise sogar kostenlos. Heute müssen wir natürlich nicht für die Schulbildung in öffentlichen Schulen bezahlen, die sind kostenlos. Aber trotzdem zeigt sich beispielsweise in der PISA-Studie der OECD 2018, dass die Einkommensstärke der Eltern einen Einfluss auf die Wahl der Schulform hat. Brauchen wir da nicht Veränderung? Brauchen wir hier nicht einen Wandel im Schulsystem? Wie stehen Sie dazu? Wir müssen uns an den Guten orientieren, da bin ich absolut bei Ihnen. Deswegen arbeiten wir daran, dass Schule bei uns immer noch besser wird. Auch der Streit über die Einheitsschule und über die Chancenschulsysteme stammt schon von Wilhelm von Humboldt, ist also auch schon lange her. Das heißt, diese gedanklichen Unterschiede, wie man rangeht, die sind auch noch nicht versöhnt. Deswegen sage ich an dieser Stelle, es ist ein Dauerbrenner, aber ein wichtiger Dauerbrenner, weil es ganz viele Menschen
betrifft, auch in der Zukunft. Und deswegen ein deutliches Bekenntnis dazu, dass wir die Durchlässigkeit ermöglichen, dass wir das Chancenschulsystem ermöglichen und die Möglichkeit nicht zu stigmatisieren, sondern zu sagen, Zukunftschancen eröffnen und das eben durch eine Möglichkeit, die frühzeitig gegeben wird und dies eben auch ermöglicht, später zu wechseln, um später einen Beruf zu ergreifen, den man zu diesem Zeitpunkt wirklich ergreifen möchte und das eben nach den altersentsprechenden Angaben. Also Wechsel ermöglichen, Ausbildung ermöglichen und das durchlässig, ohne zu stigmatisieren. Deswegen Chancenschulsystem. Zu dir Beginn dieser Debatte waren wir uns recht schnell einig, dass die bestmögliche individuelle Förderung und Forderung aller Schülerinnen und Schüler ein wirklich sehr wichtiges Anliegen ist. Unterschiede sahen wir aber dabei in der Umsetzung. Wenn Frau Klaus die Vorteile des dreigegliederten Schulsystems betonte, insbesondere die individuellen Chancen, sah ich als Kontraposition Schwierigkeiten. Beispielsweise in der Chancengleichheit bezüglich des sozioökonomischen Hintergrundes, also der Einkommensstärke der Eltern und das Bildungsniveau der Eltern, wie in der PISA-Studie 2018 belegt wurde, gibt es Zusammenhänge zwischen der Wahl der Schulform. Das ist aus meiner Sicht ein Problem, weil damit nicht die individuelle Leistung der Schülerinnen und Schüler den einzigen Ausschlag gibt. Des Weiteren sehe ich die Durchlässigkeit des deutschen oder des hessischen Schulsystems als nicht so einfach. Deswegen ist auch eine Wahl der Wechsel der Schulform nicht möglich. Auch der Zeitpunkt, in dem über die Wahl der Schulform, also in der dritten und vierten Klasse, entschieden wird, sehe ich persönlich zu früh. Auch mit Blick auf die Zukunft bin ich der Meinung, dass wir deshalb Reformen und Veränderungen brauchen und das gegliederte Schulsystem deswegen nicht beibehalten werden sollte. Vielen Dank für die Debatte, die ja auch richtig Fahrt aufgenommen hat. Deswegen nochmal der Hinweis, wir freuen uns, wenn euch die Veranstaltung gefällt und ihr das Gefühl habt, nee, das finde ich gut, was da gesagt wird, ich applaudiere jetzt. Immer super, Applaus, immer toll, aber bitte nicht während der Debatte, sondern spart euch das auf, um dann danach umso mehr zu klatschen, weil dann haben die Rednerinnen und Redner noch mehr Zeit, richtig in die Debatte zu kommen, ohne den Applaus zwischendurch. Vielen Dank an der Stelle schon mal für die Debatte. Bleiben Sie noch kurz da. Du auch kurz noch, Miria, denn wir wollen jetzt die Frage an euch in den Saal abgeben. Ihr habt vielleicht gesehen, auf den Tischen liegen so Kärtchen in Rot und Grün mit Pro und Contra. Und es geht jetzt nicht darum, die Debattenleistung zu bewerten, sondern es geht darum, wie ihr zu dem Thema steht. Findet ihr das gut oder eher nicht so gut? Die Frage lautet, soll in Hessen das gegliederte Schulsystem beibehalten werden? Wer zeigt die grüne Karte und sagt, ja, da bin ich dafür? Ja, das sind schon einige. Wir machen mal die Gegenprobe. Wer sagt denn nein? Das finde ich nicht gut. Alles klar. Das Ergebnis nehmen wir zur Kenntnis. Vielen Dank für die Debatte. Mia, du hast es geschafft. Du darfst dich gern widersetzen. Vielen Dank. So, und jetzt, Frau Klaus, haben Sie noch mal die Möglichkeit, den Menschen zu sagen, weshalb man denn am 8. Oktober das Kreuz bei Ihrer Partei machen sollte. Vielen Dank für die Möglichkeit. Wir als CDU Hessen regieren hier in Hessen schon einige Zeit. Das Wichtige ist aber, wir wollen Hessen noch weiterführen. Und deswegen haben wir sehr frühzeitig einige Punkte auf den Weg gebracht, um zu sagen, was ist am 8. Oktober wichtig. Wir wollen uns einsetzen für junge Familien. Das heißt, wir wollen ermöglichen, dass man sich ein Haus kaufen kann. Deswegen soll es das sogenannte Hessengeld geben. Wir wollen, das haben wir eben über 12 Minuten diskutiert, bei der Beibehaltung des Chancenschulsystems bleiben. Wir wollen, dass eben Frauen ein gleiches Sicherheitsgefühl haben wie zum Beispiel Männer. Das ist momentan noch unterschiedlich. Deswegen sind wir an der Stelle unterwegs und wollen an der Stelle weiterarbeiten. Wir wollen die Energieversorgung der Zukunft über neue Möglichkeiten erreichen, wie zum Beispiel die Kernfusion. Das heißt, wir haben eine breite Palette im Angebot, um zu sagen, wir machen das schon lange, wir haben Erfahrungen, aber wir haben die Atmosphäre und Zukunftsideen für nach vorne. Insoweit werbe ich am 8. Oktober für unseren Ministerpräsidenten Boris Rhein und für ein tolles Team, das ihn begleiten wird. Vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie noch mal kurz bei mir. Ich war jetzt so in meinen roten und grünen Karten vertieft, dass ich meine eigene zu spät umgeblättert habe. Denn ich habe ja versprochen, es gibt noch die Chance, die Politikerin was zu fragen. Und das wollen wir natürlich jetzt auch noch machen. Wer im Raum hat denn eine Frage für Frau Klaus? Einfach mal aufstehen. Und es kann eine Frage sein, die was mit dem Schulsystem zu tun hat. Es kann aber leider nein.
ausnahmsweise heute mal nicht. Es kann eine Frage zum Schulsystem sein, es kann eine völlig andere Frage sein, die ihr habt an Frau Klaus, dann wäre jetzt der Moment. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann habe ich eine Frage. Sie haben das Schulfach Digitale Welt erwähnt. Gibt es weitere Dinge, die Sie für Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsbetrieb ändern wollen in Zukunft? Ich will erst nochmal zurück zur digitalen Welt kommen, weil das ist nicht selbstverständlich, dass wir das haben, dass das eingeführt wurde. Das ist nämlich ein Fach, das die Probleme und Nöte gerade zu Beginn der Schulkarriere aufnimmt im Bereich Verbraucherschutz, Ökonomie, Ökologie und das eben in die Schule bringt. Und ansonsten wollen wir dafür stehen, dass die Schulpolitik sich in Hessen erfolgreich weiterentwickelt. Also die Punkte, die wir haben, an denen wollen wir erfolgreich weiterarbeiten, wie zum Beispiel insgesamt in der Digitalisierung. Wir haben jetzt gerade die Schulen digital angeschlossen zu 96%. Da wollen wir natürlich auf die 100% in nächster Zeit und wir hoffen auf die Unterstützung des Bundes, dass der Digitalpakt Schule da nicht eingestellt wird, wie es momentan aussieht. Das heißt, wir haben die Schulen weiterhin im Blick und wollen natürlich uns weiterentwickeln mit dem Fundament, was wir haben, mit neuen Schulfächern und vor allen Dingen auch mit ausreichend Lehrerinnen und Lehrer, die wir dafür brauchen. Insoweit haben wir da auch neue Ideen, wie man Lehrerinnen und Lehrer dazu bekommen kann, in diesen wundervollen Beruf einzusteigen. Vielen Dank für die Antwort. Jetzt dürfen auch Sie sich setzen, Frau Klaus. Schön, dass Sie heute bei uns sind. So, jetzt haben wir das ganze Format einmal durchgespielt. Alle wissen, wie es läuft. Auch ich werde beim nächsten Mal die Reihenfolge dann einhalten. Erst die Frage, dann der Wahlaufruf. Wir machen direkt weiter mit unserer zweiten Debatte und da begrüße ich die Ministerin für Wissenschaft und Kunst von Bündnis 90 Die Grünen, Frau Angela Dorn. Herzlich willkommen. Sie kennen das schon, Frau Dorn. Ich werde auch Sie jetzt fragen, was man denn über Sie unbedingt wissen müsste. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Angela Dorn, ich bin 41 Jahre alt, habe 3 Töchter, einen Mann, lebe in Marburg und 2 Katzen, die gehören auch noch dazu zur Familie. Ich bin in die Politik gekommen, wie so viele, erstmal über die Kommunalpolitik als grüne Jugendvorsitzende und war dann erstmal in der Opposition und bin nun seit 4,5 Jahren Ministerin für Wissenschaft und Kunst. Das ist aus meiner Sicht das schönste Ressort, was die Landesregierung zu bieten hat, für Wissenschaft und Kunst zuständig zu sein. Das ist sozusagen die Zukunft, alles in einer Hand. Was vielleicht am Amüsierendem über mich zu wissen ist, mein Weg war tatsächlich auch sehr stark von der Studierendenbewegung geprägt. Das heißt, ich habe mal das Ministerium besetzt, was ich jetzt ganz offiziell besetze. Damals wollten wir gegen die Studiengebühren eine große Pressekonferenz machen und dann haben wir das Ministerium besetzt. Danach sind wir auch wieder friedlich raus. Aber das war tatsächlich für mich ein lustiger Moment, dann ins Ministerium zu kommen und dann stand da Ministerin. Das hätte ich mir damals nicht träumen lassen. Ja, und heute stehen Sie jetzt hier. Schön, dass Sie da sind, Frau Dorn. Und auch Sie haben uns ein Thema mitgebracht, mit dem sich auch eine Rednerin intensivst beschäftigt hat. Und die bitte ich jetzt zu mir hier ans Kontrapult. Sie ist 17 Jahre alt, Bundessiegerin aus 2021, besucht die 11. Klasse der Viktoriaschule Darmstadt und sie heißt Sophie Bauersachs. Willkommen, Sophie. Schön, dass du da bist. Auch ich frage jetzt, Sie sind bereit? Sophie, du bist bereit? Ja. Dann lese ich jetzt die Frage vor. Die lautet, soll es für alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen ein Tablet geben? Viel Spaß. Ich bin dafür, dass alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen ein Tablet benutzen können. Und zwar sind wir für ein Mietkaufmodell. Das bedeutet, wir sind nicht der Meinung, dass alle Schülerinnen und Schüler ein kostenloses Tablet bekommen sollten, weil das wird enorm teuer. Und wir brauchen tatsächlich auch noch viele finanzielle Mittel für den Bildungsaufbruch, für mehr Sozialarbeiter an den Schulen, für die Frage, wie wir Ganztagsschule so gestalten, dass tatsächlich es ein rhythmisiertes Angebot gibt und so weiter. Aber wir brauchen gleichzeitig ein Modell, in dem die Menschen, die tatsächlich wenig Einkommen haben, wo Familien sich das nicht leisten können, eine Möglichkeit, dass es kostenlos ist. Deswegen sind wir bei einem differenzierten Ansatz. Für die meisten würde das bedeuten 5 € im Monat bzw. 60 € im Jahr. Und dann kann man es aber auch Stück für Stück sozusagen käuflich erwerben und die anderen würden es kostenlos bekommen. Warum überhaupt digitale Möglichkeiten? Ich bin fest davon überzeugt, wir haben enorme Umbrüche in unserer Gesellschaft. ChatGPT
ist nicht nur wegen der Frage Mogeln ein Thema, sondern einfach auch schlicht eine Frage, dass sich digitale Möglichkeiten und Wissen revolutionieren wird. Insofern, digitale Möglichkeiten gehören dazu. Und digitale Möglichkeiten ermöglichen auch, dass wir individuelles Lernen voranbringen, weil es ganz neue Methoden entsprechend gibt. Und wenn man das entsprechend gut anwendet, eine Lehrkraft, die auch damit auch gut umgehen kann, individuelles Lernen, dann bieten digitale Möglichkeiten ganz neue Möglichkeiten. Das brauchen wir tatsächlich flächendeckend in allen Schulen. Deswegen sind wir für ein realisierbares Modell, was tatsächlich sowohl für das Land die Kosten sozusagen im Griff hält, aber gleichzeitig auch allen dann auch ermöglicht, ein solches Tablet zu haben. Und dann sind dann alle Möglichkeiten drauf, von den Büchern, die man erlernt, bis hin zu den Aufgaben, die man dann individuell lernen kann. Und die Glocke schlägt. Schule, die muss digitaler werden. Da sind wir uns einig. Und das steht heute auch gar nicht zur Debatte. Doch Frau Dorn, Sie schlagen hier eine Maßnahme vor, die explizit Tablets für alle Schüler als den richtigen Weg der Digitalisierung in der Bildung sieht. Und ich muss sagen, da bin ich anderer Meinung. Doch ich habe erst noch Fragen zu Ihrer Maßnahme. Wie habe ich mir denn konkret diese Umsetzung vorzustellen? Wird da ein Zeitpunkt festgelegt, also zum Beispiel 2025, wo dann jeder Fünftklässler ein Tablet erhält? Und was, wenn ich 2025 in der sechsten Klasse bin, habe ich dann Pech gehabt und kriege keins mehr? Also daran anknüpfend auch die Frage nach dem konkreten zeitlichen Rahmen. Wann wollen Sie dieses flächendeckende Tablet-Konzept denn umgesetzt haben? Weil einen Plan zur papierlosen Schule, den gab es schon in Ihrem Regierungsprogramm für die Landtagswahl 2018. Es sind jetzt 5 Jahre vergangen und wir debattieren jetzt über Tablets. Wenn die Tablets dann da sind, ist dann auch die Nutzung für alle verpflichtend? Also was, wenn Schüler oder vielleicht auch deren Eltern nicht wollen, dass das Kind ein Tablet nutzt? Dann geht diese Maßnahme natürlich mit einer finanziellen Belastung einher. Selbst wenn man das für 5 Euro mieten kann, heißt es ja trotzdem, dass das Land Geld dazu gibt. Wie wollen Sie das denn finanzieren? Das ist ein enormer Kostenaufwand. Es geht hier auch nicht nur um eine Einmalinvestition in Tablets, sondern auch um den Unterhalt, Reparaturen und auch die digitale Infrastruktur. Die muss erstmal gegeben sein. Also Smartboards, auch Empfang in allen Klassenräumen, konstantes, stabiles WLAN. In meiner Schule, da gibt es noch Overhead-Projektoren. Also das sind enorme Summen, die da auf uns zukommen. Wo nehmen Sie dieses Geld her? Weiter, wenn wir Tablets haben, heißt es ja auch, wir müssen den Kindern Medienkompetenz beibringen. Wie geht man mit einem Tablet um? Das bedeutet aber auch Lehrerschulungen und auch erstmal Seminare im Umgang mit den Tablets. Die sind relevant, weil viele Lehrer keine Digital Natives sind. Das möchte ich wissen. Die Umsetzung, die Finanzierung und den Zeitplan. Ich sehe noch zu viele Defizite in Ihrer Maßnahme, weswegen ich mich gegen Tablets in der Schule ausspreche. Vielen Dank. Das sind lauter tatsächlich unglaublich wichtige Fragen. Und Sie haben vollkommen recht. Wenn man so eine Forderung erhebt, dann braucht es auch ein Konzept, was realisierbar ist. Es hilft nichts, entsprechend Forderungen zu stellen, die wir am Ende dann nicht hinbekommen. Und ich kann gerne auf all Ihre Fragen antworten. Die eine Frage ist die Umsetzung. Ja, am Ende wird das nicht von heute auf morgen bei allen Schulen gleichzeitig in jeder Klasse möglich sein. Es braucht eine sukzessive Umsetzung. Aber das Gute ist, wir sind ja nicht sozusagen am Startpunkt null, sondern wir haben schon einiges getan. Wir wissen alle, ja, in der Corona-Krise haben wir auch die Defizite wahrgenommen. Das ist ganz klar, wir waren noch nicht weit genug. Und wenn wir in andere Länder geschaut haben, dann waren die Frage Digitalisierung weiter. Aber wir haben enorm aufgeholt. Das Bundesprogramm, der Digitalpakt, das war eine 10-prozentige Kofinanzierung. Wir haben sozusagen 25% draufgelegt, damit wir hier wirklich vorankommen. Das heißt, wir haben jetzt angefangen, dass die Lehrerinnen und Lehrer sukzessive auf dieses Thema vorbereitet sind. Wir haben Erprobungen genau mit Tablets in den Schulen. Und deswegen trauen wir uns auch zu auf die nächste Stufe. Oh. Ich muss sagen, dass da meine persönliche Wahrnehmung aber im Schuleintag eine andere ist. Und es geht auch nicht nur mir so. Die Gewerkschaft für Erziehung in Hessen, die beschreibt auch die dramatischen Defizite. Also zum Thema, es wurde schon ein bisschen was gemacht. Vielleicht war das zu wenig. Die beschreiben, dass vor allem der Anteil der Lehrer, die mit digital bedingter Mehrbelastung zu kämpfen haben, auf 57% gestiegen ist. Das ist kein so schöner Ausblick. Gleichzeitig gibt es auch wieder Studien, die zeigen, ja, die Schule, die fühlt sich irgendwie von ihrer Politik alleine gelassen. Man versucht jetzt schon teilweise mit medienaffinen Lehrkräften das Defizit auszugleichen. Keine Firma käme auf die Idee, einen regulären Mitarbeiter zu seinem Job noch ehrenamtlich zum IT-Betreuer des Unternehmens zu machen. Im Schulbereich ist das aber Standard. Also das sind Dinge, die hier noch Defizite sind. Und da frage ich mich, wie Sie da dann beim Tablet-Konzept auch alle mitnehmen wollen.
Das ist richtig, wenn wir die Lehrerinnen und Lehrer alleine mit den Tablets lassen würden und die Frage, wenn eines dann sozusagen nicht funktioniert, wenn die Wartung nicht passiert, das sind alles Aspekte, die müssen mitgedacht werden. Da haben wir aus dem Digitalpakt auch tatsächlich eine Menge gelernt, dass das entsprechend steigt. Und Sie haben zu Recht angesprochen, dass wir noch Defizite haben. Ich würde das dramatisch streichen, aber ja, wir sind noch nicht weit genug in der Digitalisierung. Aber die Frage ist doch, was ist dann Ihre Lösung, um weiterzukommen? Denn tatsächlich ist unser Anspruch, wir müssen jetzt eine echte Reform schaffen. Und im Moment ist es so, dass Schülerinnen und Schüler alle unterschiedliche Notebooks, Tablets und so weiter nutzen, weil es ist ja schon so, dass viele auch entsprechend hier tätig sind. Oder es gibt eben die geliehenen Tablets. Das führt aber dazu, dass wir ganz unterschiedliche Varianten haben. Die einen sind weiter, die anderen sind weniger weit. Deswegen glauben wir, ein Modell, was wir darüber ziehen, könnte es schaffen, dass wir nicht abgehängt sind. Wagen wir doch mal den Blick in die Zukunft und wir nehmen mal an, das klappt alles so, wie Sie sich das wünschen. Wie sieht der digitale Schulunterricht der Zukunft aus? Die Interaktion im Unterricht, die verändert sich. Schule als sozialer Lernort, den gibt es nicht mehr, wenn 30 Kinder auf ihre Tablets starren. Persönlichkeitsentwicklung, auch dialogisch und in anderen, in Kooperation in einer Gruppe kooperieren zu können, das ist doch das, was in der Schule gelehrt werden sollte. In Zeiten von ChatGPT ist es doch noch wichtiger, diese kreativen Fähigkeiten auch weiter zu fördern. Gleichzeitig schlagen Sie hier auch eine Maßnahme vor, die Ihr Kollege Alexander Lorz, der Kultusminister, erst im Februar dieses Jahres mit aller Deutlichkeit abgelehnt hat. Da wurde nämlich das Schulgesetz dahingehend geändert, dass mobile digitale Endgeräte, also Tablets, explizit von der Lernmittelfreiheit ausgeschlossen wurden. Das heißt, anders als unsere Schulbücher, die wir Schüler kostenlos bekommen, müssen jetzt die Eltern für die Tablets aufkommen. Und da frage ich mich zum Thema Chancengerechtigkeit, was Sie angesprochen haben. Ja, wie soll das funktionieren? Also auch dieses Leasing-Modell ist ja dann auch nicht vielleicht für alle gedacht. Und dann auch, was hat sich seit Februar und seit der Antwort des Kultusministers geändert? Was rechtfertigt Ihre Maßnahme heute? Ja, vielen Dank. Wie schaut die digitale Zukunft aus? Ich bin vollkommen bei Ihnen in der Frage ganzheitliches Lernen. Und ich bin ja nun mal auch Kulturministerin und ich bin eine, die immer wieder sagt, es ist so wichtig, dass es eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung gibt. Und wir dürfen uns nicht digitales Lernen so vorstellen, dass alle nur noch vor dem Tablet sitzen und der Lehrer ist irgendwo ganz weit weg. Dann wäre es fatal. Es ist ein Hilfsmittel wie alle anderen. Wie ein Buch, wie ein Stift. Die Möglichkeit, es zusätzlich zu nutzen. Es wird nie im Leben dazu führen, dass wir die Lehrer, die Lehrerinnen dann entsprechend nicht mehr bräuchten. Also das, was wir mit Corona manchmal erlebt haben, hier sind eure Hausaufgaben, macht mal. Und das gab es leider. Das ist nicht gedacht. Im Gegenteil. Also in der Frage ganzheitliches Lernen, vollkommene Übereinstimmung. Chancengerechtigkeit, das ist der schwierigste Punkt an der Stelle. Und da machen wir uns ehrlich. Wir könnten jetzt sagen, wir wollen das für alle. Aber wir glauben, das ist nicht finanzierbar. Deswegen sagen wir, für diejenigen, die auch sozusagen einen Sozialpass haben, für diejenigen, die wirklich bedürftig sind, das soll es kostenlos sein. Und die anderen ein Modell, was sich andere auch leisten können mit 5 Euro im Monat. Dafür gehört es aber am Ende auch den Kindern und Jugendlichen, beziehungsweise den Eltern. Ja, Sie sprechen jetzt schon die Nachhaltigkeit dieser Maßnahme an. Und das ist auch das, was ich hier noch zu kritisieren habe. Wenn wir davon ausgehen, dass wirklich jeder Schüler ein Tablet zur Verfügung gestellt haben soll, dann ist doch die Frage, wie ist das übereinstimmend mit dem großen Ziel, nachhaltig zu leben? Also alleine die Produktion von Tablets mit dem Abbau seltener Erden und dann haben wir noch Defizite und generell ein fehlendes Recyclingkonzept bei der Entsorgung. Das klingt auch nicht gerade klimafreundlich. Weiter möchte ich hier auch nochmal differenzieren. Digital, das bedeutet noch lange nicht zukunftsträchtig. Jedem Kind ein Tablet zu schenken, das ist noch lange keine Digitalisierung, ist auch noch lange keine individuelle Förderung jedes Einzelnen. Man muss hier auch sehen, Defizite kommen mit Tablets einher. Was macht man mit einem WLAN-Ausfall oder auch einem Hackerangriff in der Schule? Unterricht, der ist dann unmöglich und wir müssen uns auch gut überlegen, wie wir mit diesen Nachteilen umgehen. Vielen Dank. Ihre Motive sind genau die, die uns auch umtreiben. Nachhaltigkeit. Wir haben im Moment das Problem, dass wenn Jugendliche zu Hause ihr Tablet haben und in der Schule ein Leihlaptop, dann sind es 2. Und deswegen ist unsere Idee ja, wir machen ein Mietkaufmodell, weil das am Ende dann dazu führt, dass die jungen Menschen dann auch das erworben haben und nicht mehrere Notebooks auf einmal nutzen. Das ist die Frage zur Nachhaltigkeit. Und die Frage zu der, wie gestaltet man eigentlich Digitalität? Wir brauchen gute Programme, die dann am Ende auch genau das erfüllen, individuelles Lernen. Und deswegen ist nicht jedes digitale Programm so wie das andere, sondern es geht um die schon auch dafür entwickelten Programme, die dieses individuelle Lernen voranbringen. Das sind die Möglichkeiten, wie meine Kinder es haben mit Phase 6, wie man bestmöglich Vokabeln lernt. Das sind die Punkte, auf die wir setzen.
Gleich zu Beginn dieser Debatte waren wir uns einig, dass Digitalisierung in der Bildung ein dringliches Thema ist. Und einig waren wir uns auch in Bezug auf die Relevanz von chancengerechter Bildung. Uneinig waren wir uns unter anderem in Bezug auf die Umsetzung dieser Ziele. Ich habe die Realisierbarkeit der Maßnahme angezweifelt und auch das Verhältnis von Aufwand und Nutzen der Tablets in Frage gestellt. Ihre Maßnahme, die bleibt an der Oberfläche, denn Digitalisierung bedeutet nicht einfach, Kindern willkürlich Tablets zu schenken. Digitalisierung, da gehört noch viel mehr dazu, zum Beispiel eine stabile Infrastruktur. Es müssen Lehrpläne entsprechend geändert werden und auch Materialien für den Unterricht mit digitalen Lerninhalten. Lehrer, die sollten auch angemessen auf diesen neuen Bereich ihrer Arbeit vorbereitet werden. Dieses Tablet in der Schule einführen, das wäre der letzte Schritt im großen Digitalisierungsprozess der Schulen bei den vielen Baustellen, die wir noch haben. Sie machen jetzt den letzten Schritt an erster Stelle. Deswegen spreche ich mich gegen Ihre Maßnahme aus. Tja, das war's leider schon. Dann. Es ist immer so verlockend, ja. Es könnte noch Stunden weitergehen, aber wir haben leider diese Zeitbegrenzung. Vielen Dank für die Debatte. Wir geben die Frage jetzt, kurzer Handshake, so viel Zeit muss sein. Das ist auch nach der Minute noch erlaubt. Wir geben die Frage in den Saal zu euch ins Publikum. Ich lese noch einmal vor. Die Frage lautet, soll es für alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schule ein Tablet geben? Wer zeigt die grüne Karte? Ja, ich sehe ein paar grüne Karten. Die Gegenprobe, wer sagt nein, ich bin dagegen? Interessant. Ist ein bisschen schade, ihr könnt es leider nicht sehen. Da ist relativ viel rot und oben ist auch relativ viel rot. Nur, dass man ein Gefühl dafür bekommt, welche Karten gezeigt werden. Wir nehmen das Ergebnis zur Kenntnis. Vielen Dank, Sophie, du hast es geschafft. Danke für deine Debatte und den Einsatz. So, und jetzt gibt es die einmalige Gelegenheit, kann man eigentlich sagen, so in echt, mal nicht einmalig, man kann später bestimmt per Mail, wenn einem dann die Frage einfällt, auch nochmal fragen. Aber Frau Dorn ist jetzt hier bei uns. Wer hat eine Frage für die Ministerin? Einfach aufstehen, dann kommt das Mikro. Da geht eine Hand hoch. Super, perfekt. Das Mikrofon kommt. Stell dich gerne einmal kurz vor, vielleicht wie alt du bist, von welcher Schule und dann deine Frage bitte. Steh auch gern auf, dann können wir dich besser sehen. Guten Tag, ich bin Hanna Stock von der Marienschule Limburg und mich würde interessieren, wenn Tablets den SchülerInnen zur Verfügung gestellt werden, ob das dann auch heißt, dass es verpflichtend ist, mit dem Tablet zu arbeiten, ob das in der Politik geregelt wird oder ob Schulen beispielsweise das selber entscheiden, ob das verpflichtend ist oder nicht. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also wir sind tatsächlich dafür, dass Schulen mehr Freiheit bekommen sollen. Das heißt, wenn eine Schule sich komplett dagegen entscheiden würde und sagt, sie wollen auf keinen Fall digitale Mittel nutzen, dann wäre das aus meiner Sicht auch falsch, die über die zu stülpen. Aber wenn wir digitale Endgeräte an die Schulen geben und das sind einzelne Schülerinnen und ein einzelner Schüler oder dessen Eltern nicht richtig finden, dann ist es tatsächlich schwierig, weil so einen Unterricht kann man nicht anwenden. Aber ich bin schon der Meinung, die Schulen sind auch diejenigen, die am Ende die pädagogischen Ziele auch im Blick haben. Ich wäre gespannt darauf, ob es so viele Schulen geben würden, wirklich sagen wollen, das wollen wir gar nicht tun, ist nicht mein Eindruck im Moment. Mein Eindruck ist, es ist eher die Frage, bei den Grundschulen schon starten, welche Phase starten, aber komplett ohne. Das ist mir weniger bekannt in meiner Praxis, dass es da viele Bedenken gibt. Die Frage ist häufig, wie viel Einsatz? Und diese Frage finde ich auch richtig. Vielen Dank für die Frage. Und Frau Dorn, Sie haben auch jetzt auch die Chance, nochmal zu sagen, warum am 8. Oktober Sie und Ihre Partei wählen. Ich trete am 8. Oktober dafür ein, dass wir Grünen die stärkste Kraft werden und Tarek Al-Wazir der hessische Ministerpräsident wird, denn wir stehen vor enormen Umbrüchen. Die Herausforderungen, die wir im Moment haben, sind riesig, aber eines ist klar, die Veränderungen werden passieren so oder so. Entweder schwappen sie über uns herum oder wir gestalten sie. Und es ist aus meiner Sicht falsch zu sagen, wählt uns und dann wird es keinen Wandel geben. Es ist genauso falsch zu sagen, wählt uns und ihr werdet vom Wandel nichts merken. Wir müssen den Wandel in die Hand nehmen und damit neue Chancen schaffen. Das wollen wir mit einem Transformationsfonds, weil tatsächlich die klimaneutrale Umwandlung von der Wirtschaftsweise wird eine Riesenherausforderung. Dafür müssen wir uns wappnen. Deswegen wollen wir in Bildung investieren, weil wir brauchen alle klugen und kreativen Köpfe, um die Potenziale
dieser Menschen zu entfalten und damit es am Ende auch zu schaffen, diesen Herausforderungen zu begegnen. Wir glauben fest daran, dass es nur auch gemeinsam gehen kann. In unserer Gesellschaft steckt eine enorme Kraft. Wir haben schon wahnsinnig viele Umbrüche geschafft. Wir schaffen die gemeinsam Schritt für Schritt und dann, wenn wir auch den sozialen Zusammenhalt im Blick haben. Deswegen haben wir zum Beispiel nicht nur ein Schülerticket und ein Landesticket auf den Weg gebracht, ein Hessenticket, sondern auch ein Sozialticket, weil uns wichtig ist, bei der Transformation müssen alle mitkommen. Vielen Dank, Frau Dorn. Danke Ihnen. Vielen Dank für die tolle Veranstaltung. Ja, Frau Dorn hat gerade schon von Wandel und Umbruch gesprochen. Sowas Ähnliches haben wir in unserem Saal jetzt hier auch. Wir haben nämlich gleich unsere dritte Debatte und dafür bauen wir ein bisschen um und sorgen dafür, dass sie nicht im Stehen, sondern im Sitzen stattfindet. Warum das notwendig ist, das sehen wir gleich, wenn wir die Debattanten hier bei uns vorne sehen. Ich nutze die Gelegenheit aber schon mal zu sagen, welcher Politiker denn jetzt debattieren wird. Da freuen wir uns auf den Fraktionsvorsitzenden der SPD, Günther Rudolph. Herzlich willkommen. Herr Rudolph, die erste Frage können wir gemütlich hier im Stehen machen. Ich gebe Ihnen mal das Mikrofon. Da geht es darum, dass auch Sie uns einmal in einer Minute erzählen, was wir denn unbedingt über Sie wissen müssen. Ja, Günter Rudolph, 67 Jahre. Ich komme aus Nordhessen, dem schönen Schwalm-Eder-Kreis. Habe, bevor ich in den Landtag gekommen bin, eine Ausbildung im öffentlichen Dienst gemacht, war am Schluss Diplom-Verwaltungswirt dort gearbeitet und politisch als junger Mensch bei der Jugendorganisation der SPD begonnen, typischerweise in der Heimatkommune, für die Belange von jungen Menschen sich eingesetzt und irgendwann gesagt, warum nicht hauptamtlich Politik machen? So komme ich in den Landtag und mein Ansatz ist nach wie vor auch nach all den Jahren noch Politik so zu gestalten, das Leben für die Menschen jeden Tag ein bisschen besser zu machen, um Willy Brandt mal zu interpretieren. Und diesen Ehrgeiz habe ich noch. Wir leben in schwierigen, herausfordernden Zeiten, aber ich finde, die Demokratie muss auch Antworten geben, damit radikale Parteien in diesem Land keine Chance haben. Und das ist mein Ehrgeiz auch in meinem Alter. Vielen Dank, Herr Rudolph. Setzen Sie sich gerne schon mal hin. Genau, wir nehmen noch ein Stück zurück. Und jetzt ist der Moment, wo das Geheimnis gelüftet wird, weshalb diese Debatte im Sitzen stattfindet. Die Debattantin macht sich schon bereit. Und ich darf ihren Namen sagen. Sie ist 15 Jahre alt, Bundessiegerin aus diesem Jahr, geht in die 10. Klasse und besucht das Engelsburg-Gymnasium Kassel. Sie ist aus Kaufungen und heißt Grace Sahmann. Und sie hat ein verletzendes Bein. Deswegen findet die Debatte hier statt. Ein Applaus für Grace und den Einberg. So, ja, ich stehe jetzt hier so wie die Oberlehrerin zwischen Ihnen und euch. Verlese aber auch nur die Frage und dann bin ich weg, dann sind Sie ganz unter sich. Ein Mikrofon wäre natürlich auch hilfreich, bitteschön. Möchten Sie auch Sie noch was zu schreiben haben oder alles Freestyle? Okay, alles klar, dann das. Super, dann muss ich nur noch die Frage vorlesen. Die lautet, sollen alle hessischen Schülerinnen und Schüler kostenlose ÖPNV-Tickets erhalten? Ja, in der Tat, das ist eine Vorstellung, die wir als SPD haben. Das ist, wenn man so will, eine Vision. Warum? Weil wir der Meinung sind, Bildung sollte kostenlos sein, von der Krippe Kita über die Schule, Universitätsstudium und bis zum Meisterbrief. Weil Bildung ist die Voraussetzung in einem Land wie Deutschland, wo es keine Rohstoffe gibt, dass wir international wettbewerbsfähig sind. Und es geht auch um Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Und dazu gehört auch der Zugang zu Bildungseinrichtungen. Und wir haben unterschiedliche Strukturen. Nicht jeder hier im Raum lebt in einer Stadt, wo wir ein gutes ÖPNV-System haben, sondern die Hälfte der Menschen in Hessen lebt im ländlichen Raum. Und da haben wir andere Herausforderungen. Deswegen ist der Zugang zu Schuleinrichtungen, darf nicht davon abhängig sein, wo man wohnt, denn das ist auch ein Kostenfaktor. Wir haben unterschiedliche Regelungen in Hessen. Es gibt so Regelungen mit 2 und 3 Kilometern im Grundschulbereich, im weiterführenden Bereich. Das kostet Geld. Wir haben, vorhin wurde es genannt, das 365-Euro-Ticket. Das kann aber auch nicht jeder sich leisten und vor allem brauche ich auch die Angebote. Und deswegen neben der Bereitstellung, dass es kostenlos sein soll, das ist eine Vision, die wir haben für die nächsten Jahre. Das wird auch nicht übermorgen umgesetzt, aber Parteien sind auch dazu da, Ideen und Visionen zu entwickeln. Geht es darum, dann Angebote im ÖPNV so attraktiv zu gestalten, dass die genutzt werden. Wir haben im ländlichen Raum noch eine hohe Pkw-Dichte und wenn wir klimaneutraler, umweltbewusster werden wollen, müssen wir auch den Umstieg vom Pkw in den ÖPNV ermöglichen. Aber dann müssen Busse und Bahnen auch verlässlich fahren, auch am Wochenende, was in weiten Teilen des ländlichen Raums nicht möglich ist. Und deswegen, ja, wir treten dafür ein, den ÖPNV kostenlos zu machen, weil wir der Meinung sind, es ist ein wichtiger Beitrag für die Mobilität, auch
gerade von jungen Menschen. Und es ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Ja, Herr Rudolf, Ihre Vision von kostenlosen ÖPNV für Schülerinnen und Schüler fände ich natürlich auch total super. Gerade als Schülerin eben finde ich, das ist eine sehr gute Idee, auch aus allen positiven Aspekten, die Sie eben bereits angesprochen haben. Ich möchte hier aber auch nochmal, das haben Sie eben auch schon gemacht, das Hessenticket ansprechen, was wir momentan haben und die Regelungen, die es da gibt. Das ist tatsächlich genauso, wie Sie gesagt haben, also dass es eben für die Grundschüler so ist, dass wenn die Schule weiter als 2 Kilometer vom Wohnort entfernt ist, dann wird das Hessenticket erstattet. Ab der weiterführenden Schule sind das dann 3 Kilometer und das Ganze geht bis zur 10. Klasse, kann man sich das dann erstatten lassen. Und da ist es weiterhin so, dass eben dieses Hessenticket für uns Schüler nur 1 Euro pro Tag kostet. Also auch wenn man nach der 10. Klasse weiterhin in die Schule gehen möchte, ist das eben nur 1 Euro pro Tag, den man bezahlt. Und es gibt hier auch die Möglichkeit der Ratenzahlung. Das sind dann 12 Monatsraten von 31 Euro. Man sieht also, dass dieses Hessenticket schon viel dazu beiträgt, dass es eben finanzierbar für uns ist, den ÖPNV zu nutzen. Und das sehe ich eben auch so, dass es ein Beitrag ist, den man eigentlich durchaus leisten kann. Es ist jetzt weiterhin so, dass ja in diese Regelung schon viele Schüler beinhaltet. Das heißt, wenn wir jetzt Ihre Maßnahme einführen würden, dann würde das ja vor allem den Schülern etwas bringen, die eben nach der 10. Klasse weiterhin in die Schule gehen wollen und ihr Abitur machen wollen. Eventuell den Berufsschülern noch und den Schülern, die in unmittelbarer Umgebung von ihrer Schule wohnen. Also in der Umgebung, wo man sagt, 2 Kilometer oder 3 Kilometer eben, braucht man dann bis zur Schule. Und meine Frage hier ist jetzt, ist es für diese Personengruppe tatsächlich notwendig, dass wir dieses komplett kostenlose Ticket einführen, weil es ja eben das Hessenticket, wie gesagt, als sehr gute Alternative schon gibt und eben weil diese Personengruppen, die dann da nochmal reinfallen würden, eben diese Oberstufenschüler, Berufsschüler, eigentlich ja auch in der Lage sind, diese Wege eben zurückzulegen, eventuell mit dem Fahrrad zu fahren, wo man vielleicht bei Grundschülern sagt, okay, die schaffen das vielleicht noch nicht alleine, wenn der Weg zu weit ist, das kann ich verstehen. Aber ist es nicht bei Oberstufenschülern oder Berufsschülern eben so, dass man denen das durchaus zutrauen kann? Deshalb hier meine Frage, für diese Personengruppe, die Sie hier ansprechen, ist das überhaupt notwendig? Zunächst mal, dieses sogenannte 365-Euro-Ticket ist ja keine hessische Erfindung. Es ist ein PR-Gag, ganz gut gelungen. Aber die Idee selber kommt aus der Stadt Wien, und um das mal deutlich zu machen. Nein, ich sehe nach wie vor und wir sehen nach wie vor schon Bedarf, auch gerade für die weiterführenden Schulen, für die Berufsschüler, weil ich würde den finanziellen Aspekt nicht unterschätzen. Hessen ist nach wie vor ein Bundesland, wo Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit durchaus vom Einkommen der Eltern, vom Status der Eltern abhängt. Und davon wollen wir weg. Und deswegen darf man das Argument, wir haben steigende Energiepreise, wir haben eine Inflationsrate, die höher ist als vor ein paar Jahren. Deswegen würde ich den Aspekt nicht so einfach beiseite wischen, zu sagen, das ist alles gar kein Problem, sondern das ist schon auch eine Frage der Gerechtigkeit und der Zugang zur Bildung. Deswegen ist das ein wichtiger sozialer Aspekt, den wir weiterverfolgen. Und noch einmal, wir wollen den ÖPNV attraktiver machen, damit wir haben im ländlichen Raum zu viel PKW-Dichte, aber dann muss das so gut sein, dass ich nicht immer erst auf dem Tablet gucken muss oder auf der App, wann fährt ein Bus oder eine Bahn, sondern brauche ich gute Angebote und da müssen wir die Verkehrsverbünde entsprechend finanziell ausstatten, damit die Angebote möglich sind. Da stimme ich Ihnen auch absolut zu, wenn Sie die Infrastruktur ansprechen, gerade im ländlichen Raum, die eben nicht so gut ist, wie sie sein sollte, das stimmt. Und da sehe ich aber auch ein Problem in der Maßnahme, denn ist es momentan, so wie es jetzt ist, überhaupt irgendwie realistisch, diese Maßnahme einzuführen? Sie haben schon gesagt, Sie wollen es attraktiver machen. Aber es ist ja momentan gerade so, dass zum Beispiel die Taktung, haben Sie auch schon angesprochen, dass sie gerade im ländlichen Raum einfach nicht funktioniert, dass die Busse viel zu selten fahren. Und die Frage ist doch, auch wenn Sie den Aspekt Ökologie angesprochen haben, wenn wir jetzt eine solche Maßnahme einführen, ob das dann tatsächlich so viel bringt. Weil die Schüler, die aus dem ländlichen Raum kommen, werden wahrscheinlich weiterhin zur Schule gefahren, weil der ÖPNV einfach momentan, so wie er läuft, nicht funktioniert. Und da sehe ich eben das Problem, dass wenn wir das zu früh einführen, dass das eben dann wieder nichts bringt. Das heißt, ich möchte hier nochmal ansprechen, dass es wichtig ist, die Reihenfolge in Betracht zu ziehen. Also, dass man eigentlich sagt, man müsste es erst attraktiver machen und dann vielleicht erst über ein kostenloses Ticket eben nachdenken. Also, die Frage ist, das in Hessen, so wie es jetzt überhaupt ist, realistisch, ein solches kostenloses ÖPNV-Ticket einzuführen? Naja, wir müssen vor allem mehr Geld für die Verkehrsverbünde zur Verfügung stellen. Der Nordhessische Verkehrsverbund, Sie kennen das, Sie kommen aus Kaufung, Sie nutzen ihn, bekommt 8% Landesmittel. Das ist ziemlich wenig im Verhältnis. Ich finde, wenn ich will, dass Hessen klimaneutraler wird, dann muss ich auch mehr Geld bereitstellen, damit die Verkehrsverbünde die Angebote machen. In meiner Heimatkommune fahren am Wochenende keine Busse, weil der Schülerverkehr sonst den ÖPNV darstellt. Da fängt es an. Also wir brauchen eine bessere Vertaktung, und zwar 7 Tage die Woche. In Frankfurt fährt die U5 dann meinetwegen bis nachts um 2. Davon würden wir in Nordhessen nur träumen. Also Finanzausstattung der Verkehrsverbünde, um das sicherzustellen, das kostet Geld. Aber das ist ein wichtiger Beitrag zur Klimaneutralität. Das darf man nicht unterschätzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist eine Frage der Mobilität. Im ländlichen Raum gab es mal so Mädchenbusse. Wo kommen junge Mädchen am Wochenende mal wohin fahren? Das sind alles solche Dinge. Also ja, wir müssen
müssen anfangen, mehr Finanzausstattung und die Schritte, die kann man dann festlegen. Aber an der Grundvision, an der Grundzielsetzung kostenlosen ÖPNV halten wir fest. Das ist ein Weg, der geht nicht von heute auf morgen, aber alte chinesische Weisheit, der erste Schritt beginnt auch irgendwann mal und wir müssen einfach mal anfangen. Und das ist gerade der Punkt. Es geht nicht von heute auf morgen. Also in Luxemburg ist ja der ÖPNV zum Beispiel tatsächlich für die ganze Bevölkerung komplett kostenlos. Und das ist aber so, dass das über Jahrzehnte tatsächlich vorbereitet wurde. Also da hat man ja dann auch gesagt, okay, die Gelder, die wir jetzt für Infrastruktur ausgeben, senken wir bei der Straßeninfrastruktur. Wir geben nur noch 40% tatsächlich für Straßen, für Autoverkehr. Und dann eben den Großteil stecken wir in den ÖPNV. Und dadurch ist es in Luxemburg irgendwie dazu gekommen, dass der Autoverkehr etwas unattraktiver geworden ist, dafür aber der ÖPNV also massiv an Attraktivität gewonnen hat. Und ich denke, das bräuchten wir in Hessen eben auch, bevor wir überhaupt darüber nachdenken, irgendwas kostenlos zu machen. Und da haben Sie mir ja eben auch zugestimmt, dass das momentan einfach noch nicht finanzierbar ist, also noch nicht funktioniert. Jetzt stellt sich mir aber tatsächlich die Frage der Finanzierbarkeit. Was Sie eben gesagt haben, man muss das ausstatten und alles. Können wir dann überhaupt sagen, okay, wir ändern die Infrastruktur und machen aber gleichzeitig irgendwie das Schülerticket kostenlos? Und die Frage ist ja auch, wer kommt dann für die Kosten auf? Der ÖPNV finanziert sich im Moment über 50% durch Fahrkosteneinnahmen und irgendwie muss man ja, also man kann ja dieses Geld nicht einfach wegnehmen und irgendwo wird es ja fehlen. Deshalb die Frage, wie wollen Sie Ihre Maßnahme finanzieren? Ja, gut, Luxemburg hat Größe eines nordhessischen Landkreises, um das mal in die Relation jetzt zu setzen. Das kann man nur bedingt, glaube ich, miteinander vergleichen. Das ist eine Frage der politischen Setzung. Wir haben einen Landeshaushalt von rund 33 Milliarden. Das heißt, das wird auch einen Stufenplan geben müssen, dass man im Laufe der Jahre immer mehr Mittel bereitstellt. Wir erleben es ja bei der Bahn, wenn man jahrelang nicht investiert in das Schienennetz, dann haben Sie einen erheblichen Sanierungsbedarf. Wir erleben es bei den Straßen und Autobahnen. Übrigens, die Autobahnen werden mit Steuergeldern auch subventioniert, damit die fahrtüchtig sind. Das ist eine Frage der politischen Setzung. Ich selber nutze den ÖPNV mit all seinen Stärken und Schwächen. Das muss man politisch wollen. Und das ist ein wichtiger Beitrag, weil wir erleben ja gerade in den Städten das Verkehrschaos. Hier in Wiesbaden gibt es zum Beispiel kein schienengebundenes System. Und das geht nicht mehr über die Straße. Und deswegen ist die Herausforderung, den ÖPNV so zu organisieren, dass er bezahlbar ist und da müssen wir investieren. Wir müssen aber irgendwann mal richtig anfangen und da sehe ich als Land die Möglichkeit, Geld in die Hand zu nehmen. Das wird ein Stufenplan, aber wir wollen anfangen. Die Zeit ist schon 11:55. Das kann ich sehr gut verstehen, wie Sie das sagen. Ich möchte aber trotzdem hier nochmal bei der Finanzierung bleiben, weil es eben doch viel Geld ist, das ja für all das benötigt wird. Und die Frage ist ja, kann man tatsächlich einfach von der Politik her sagen, okay, wir kommen dafür auf? Oder muss man damit nicht vielleicht sagen, okay, dann führen wir eine Steuer ein oder wir erhöhen die Steuern? Weil wenn Sie das so machen wollen würden, dann wäre das ja wieder so, dass das irgendwie das System aushebeln würde, weil das ja dann wieder so wäre, dass einkommensschwächere Familien sich das nicht leisten können, mehr Steuern zahlen müssen, aber einkommensstärkere Familien eben nur diese Steuern mehr zahlen und dafür dann alle Kinder kostenlos den ÖPNV nutzen können. Das heißt, das System wird ja hier wieder ausgehebelt und trotzdem ist aber das Problem der Finanzierung einfach meiner Meinung nach ein sehr großes, weil ja auch der ÖPNV diese Gelder braucht. Also ich habe es ja eben schon mal gesagt, 50% über Fahrkosteneinnahmen und das muss man meiner Meinung nach einfach weiter gewährleisten können. Also dass der ÖPNV nicht noch mehr Probleme dadurch bekommt, dass wir eine solche Maßnahme einführen, die ja eigentlich was Gutes ist. Zentrale Frage, die Sie stellen, aber das gilt für alle staatlichen Ausgaben. Wie finanzieren wir die Bildungsausgaben? Wie finanzieren wir die Ausgaben für die Polizei? Wie stellen wir die ärztliche Versorgung sicher? Dann stellt sich die Frage, welche Einnahmen soll der Staat generieren? Es gibt ja in Deutschland die Diskussion, wir vererben Milliarden an Erbschaftsmilliarden. Jetzt kann man davon sagen, man erhebt einen bestimmten Anteil als Steuer, ohne dass es dann politisch gleich diskreditiert wird. Also das sind zentrale Fragen. Wie organisiere ich unser Staatswesen und was soll der Staat leisten? Jetzt merken wir, wir haben eine Infrastruktur, wo jahrelang zu wenig investiert wurde, weil die Philosophie eher in Deutschland war, schlanker Staat ist ein guter Staat. Aber das ist eben die Frage, die sehen wir anders. Also das ist eine zentrale Herausforderung mit Steuermitteln und die müssen dann auch generiert werden. Ja, diejenigen, die hohe Einkommen und Vermögen haben, die dürfen auch einen höheren Beitrag zur Finanzierung der Staatsausgaben leisten. Dann wäre das eine sehr konkrete Maßnahme, beispielsweise zur Finanzierung von ÖPNV-Ausgaben. Zum Anfang dieser Debatte haben Sie ja Ihre Maßnahme vorgestellt und das Ganze als Vision bezeichnet. Und genau als das würde ich das auch sehen als Vision, die ich prinzipiell selber auch unterstütze. Aber ich sehe halt immer noch viel zu viele Probleme. Also für mich bleibt es einfach bei einer Vision, weil momentan einfach infrastrukturell das Ganze nicht umsetzbar ist, haben Sie ja eben auch gesagt. Und dann einfach von der Finanzierung ein weiteres Problem. Ich denke einfach, dass 1 Euro pro Tag etwas ist, was finanzierbar
finanziell leistbar ist, auch von Familien, die vielleicht nicht so viel Einkommen haben. Denn wenn zum Beispiel ein Bürger Hartz IV oder Bürgergeld bezieht, dann fährt er ebenfalls für diesen Preis von 31 Euro im Monat. Das bedeutet, ich sehe hier einfach die große Ermäßigung, die wir Schüler schon bekommen und denke, für den Moment ist das erstmal genug und wir sollten uns erstmal, wie Sie selber gesagt haben, anfangen, mit der Infrastruktur zu arbeiten und danach vielleicht erst über kostenlose Beförderung nachdenken. Vielen Dank für die Debatte. Auch jetzt gebe ich die Frage in den Raum, also ab an die Karten heißt es wieder. Die Frage lautet, sollen alle hessischen Schülerinnen und Schüler kostenlose ÖPNV-Tickets erhalten? Wer zeigt die grüne Karte und sagt pro? Da bin ich für. Es sind viele grüne Karten dabei. Wir machen mal die Gegenprobe und fragen, wer ist dagegen? Wo sind die roten Karten? Oben eher weniger, da hinten so ein paar. Vielen Dank, das Ergebnis nehmen wir zur Kenntnis. Danke dir, Grace, dass du trotz deiner Umstände heute hier bist und debattiert hast. Ich nehme dir das schon mal ab, dann kannst du leichter auf deinen Platz. Ein Applaus für Grace. Ja, die Verabschiedung. So, perfekt. Super. Danke, Grace. Das Namensschild nehmen wir auch schon mal wieder hoch. So, und jetzt gibt es wieder die Chance, dass Herr Rudolph Frage und Antwort stehen kann. Wer hat eine Frage für Herrn Rudolph? Alle noch ganz gebannt von der Debatte? Na, dann darf ich eine Frage stellen. Wir haben ja jetzt gar nicht über Schule gesprochen eben, aber die meisten Menschen hier im Publikum sind ja in der Schule. Was hat denn Ihre Partei vor konkret, was den Schulalltag beeinflussen kann? Dann brauche ich eine Stunde, keine eine Minute, ja. Sondern ich glaube, Schule muss nicht nur die Wissensvermittlung betreiben, sondern auch fit machen fürs Leben. Da sehen wir erhebliche Defizite. Schule braucht mehr Lehrerinnen und mehr Lehrer. Schule muss mehr auf die individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler eingehen. Wir brauchen mehr Durchlässigkeit, die ist in Hessen nicht gegeben. Hessen ist nach wie vor ein Bildungsland, in dem die soziale Herkunft, das Einkommen der Eltern entscheidend ist, welche Schullaufbahn am Schluss eine Schülerin, ein Schüler macht. Und davon möchten wir eigentlich wegkommen. Wir müssen davon wegkommen. Und das ist eine der zentralen Herausforderungen. Deswegen steht Bildungspolitik ganz oben auf der Agenda der SPD. Und dort müssen wir in den nächsten Jahren auch ordentlich investieren. Wir brauchen ein Umfeld an den Schulen, in denen es Spaß macht, in die Schulen zu gehen. Das kennen wir auch. Wir müssen digitaler werden. Wir müssen Lehrerinnen und Lehrer haben, die dazu in der Lage sind. Wir brauchen Unterstützungspersonal an den Schulen. Das ist eine riesengroße Herausforderung. Wir haben nämlich die Entwicklung in Teilen schon verschlafen. Wir merken das und deswegen ist die Bildungspolitik die zentrale Aufgabe, die wir uns stellen müssen. Vielen Dank für die Antwort auf die Frage. Sie haben gesagt, Sie könnten eine Stunde reden. Das kann ich verstehen. Ich gebe Ihnen aber jetzt nur eine weitere Minute, wo Sie noch mal einen Wahlaufruf starten können. Warum am 8. Oktober Ihre Partei wählen? Das habe ich befürchtet mit der Minute. Also große Herausforderung, investieren in Bildung, Bildung, Bildung. Weil Deutschland an Land ohne Rohstoffe muss in die Köpfe der Menschen investieren. Wir müssen die berufliche Bildung stärken und ausbauen. Es fehlen Handwerker. Wir brauchen die Gleichstellung zwischen akademischer und beruflicher Bildung. Ist auch eine Frage von gesellschaftlicher Wertschätzung. Deswegen sagen wir, wer einen Meisterbrief absolvieren will, soll auch den entsprechend finanziell bezahlt bekommen. Wir müssen Wohnen bezahlbar machen, weil das ist, finde ich, ein Grundrecht. In Städten wie Frankfurt, Wiesbaden, teilweise Kassel, ist Wohnen für normale Leute nicht mehr bezahlbar. Und deswegen, wenn 40.000 Sozialwohnungen in Hessen wegbrechen, ist das ein Thema, was man angreifen muss. Und es geht darum, den ländlichen Raum so zu gestalten, dass die Menschen die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten haben wie in der Stadt mit den sozialen Infrastrukturleistungen. Hessen sozialer, gerechter, digitaler und klimaneutraler machen. Das wollen wir mit unserer Spitzenkandidatin und zukünftigen Ministerpräsidentin Nancy Faeser. Vielen Dank, Herr Rudolph. Sie dürfen sich wieder setzen. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Jetzt haben wir wieder die kurze Umbauphase, bevor wir gleich mit der nächsten Debatte weitermachen. Und ich nutze die Gelegenheit, noch einmal explizit einer Debattantin zu danken. Das ist die Susanna Naumer. Du darfst gerne auch einmal aufstehen und dir auch einen Applaus abholen. Susanna hat sich nämlich auf die Debatte mit Herrn Lambro vorbereitet. Der sich, wie gesagt, entschuldigen lässt. Aber Susanna, vielen Dank, dass du dabei warst und bereit gewesen wärst. Das soll erwähnt sein an dieser Stelle.
So, und wir sind jetzt dabei, die Pulte wieder ein Stück nach vorne zu ziehen, die Namensschilder auszutauschen. Wasser kommt bestimmt auch gleich noch. Ich darf aber schon mal ansagen, was uns jetzt in der vierten Debatte erwartet. Wir sprechen jetzt mit dem Fraktionsvorsitzenden der FDP, Herrn René Rock. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie gern schon mal nach vorne. Herr Rock, nehmen Sie gerne das Mikrofon, denn auch Sie haben jetzt eine Minute Zeit, den Trailer über sich selbst hier zu verkünden. Was müssen wir über Sie wissen? Ja, ich glaube, interessant ist, über mich zu wissen, ich komme aus Seligenstadt, bin verheiratet, habe eine Tochter, die hat seit Corona auch eine Corona-Katze und bin sozusagen allzeit bereit für politische Veränderungen und bin eigentlich sehr offen für Innovationen. Wir haben bei uns in der Landtagsfraktion 2018 schon uns voll digitalisiert, haben Videokonferenzsysteme eingeführt, das Papier abgeschafft, einfach weil wir zeigen wollten, New Work ist was, was jeder kann, was auch Politik können muss. Und ich bin immer ein Freund von, macht doch einfach mal und redet nicht so viel. Natürlich in der Politik schwierig. Von daher wünsche ich mir natürlich, dass wir jetzt auch in die Regierung kommen und die Chance haben, Dinge umzusetzen. Mein Steckenpferd ist ganz besonders die frühe Bildung. Alles, was um die Kita geht, um Lebenschancen von jungen Menschen und das Thema Energiepolitik, was für mich auch ein total wichtiges Zukunftsthema ist. Und das sind die Dinge, die mich interessieren und wo ich gerne auch wieder in eine Regierung kommen würde, um was umzusetzen. Vielen Dank. Sie haben uns ja auch ein Thema mitgebracht, was junge Menschen betrifft, sehr junge Menschen sogar, dazu gleich mehr. Zuerst möchte ich aber unseren Kontraredner zu uns holen. Er ist 18 Jahre alt, Landessieger 2022, frisch gebackener Abiturient vom Gymnasium Eltville aus Eltville am Rhein, Carlos Wenzel. Super. Dann darf ich Sie hinter die Theken bitten, denn da wird ja gleich die Debatten-Action ablaufen. Das waren einmal die dramatischen Krücken. Es war nicht Grace, es geht ihr gut. Super. Perfekt. Dann sind wir nämlich jetzt bereit für die vierte Debatte zum Thema: Sollen Erzieherinnen und Erzieher in Hessen während ihrer Ausbildung vergütet werden? Ja, wichtig ist, dass wir ausreichend Erzieherinnen und Erzieher haben. Warum? Weil frühe Bildung der Schlüssel zu allem ist. Vielmehr kann man dazu eigentlich fast nicht sagen. Wissenschaft, alle wissen, je früher wir mit der Bildung anfangen, je früher wir Kinder fördern, umso mehr Chancengerechtigkeit können wir generieren und umso mehr Lebenschancen gibt es für junge Menschen. Das ist die zentrale Aufgabe des Staates, vor allem deshalb, weil Familien immer mehr in der Lage sind oder auch müssen, ihre Kinder immer früher und immer länger in Kindertagesstätten zu geben. Und darum muss der Staat auch dort das Beste zur Verfügung stellen, was er kann. Das erleben wir nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben zu wenig Erzieherinnen und Erzieher. Und das wissen wir schon sehr lange. Und was können wir tun? Eine der Maßnahmen, eine ganz wichtige Maßnahme ist, dass wir den Erzieherinnen und Erziehern Respekt zollen für das, was sie tun wollen. Und dazu gehört natürlich eine angemessene Vergütung auch der Ausbildung. Ihr müsst euch vorstellen, 5 Jahre Ausbildung ohne Vergütung, wer kann sich das überhaupt leisten? Wer will sich das leisten? Wir erleben bei den Erzieherinnen und Erziehern, dass wir sehr wenig Männer, sehr wenig Menschen mit Migrationshintergrund in diesem Berufsfeld sehen. Und das ist natürlich auch eine Frage, kann ich mir überhaupt leisten, diesen Beruf zu studieren? Das ist eine Fachschulausbildung, die sehr lange dauert, der intensiv ist und herausfordernd ist. Und am Ende dieser Fachschulausbildung stehen die Menschen, die die Lebenschancen unserer Liebsten, unserer Kinder maßgeblich bestimmen. Und darum glaube ich, dass eine angemessene Vergütung, die auch regelmäßig erhöht wird hoffentlich, ein wichtiger Schlüssel dazu ist, dass wir noch mehr junge Menschen überzeugen können, diesen Beruf zu ergreifen und auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund und mehr Männer gewinnen können für dieses Berufsfeld, weil das ist ganz wichtig für die Zukunft unseres Landes. Der Alltag als arbeitender Erzieher oder Erzieherin in der Kindertagesstätte heutzutage ist sehr hart. Man hat sehr lange Arbeitszeiten und vor allem ist man allein verantwortlich für viele Kinder. Diese Verantwortlichkeit und zusätzlicher Druck seitens der Eltern generieren einen enormen Stress in dem Beruf. Man gilt als systemrelevant, ist jetzt aber auch nicht überaus gut bezahlt. Wenn man krank ist, muss man gleich Angst haben, dass die ganze Kita geschlossen wird. Die Karrierechancen und Aufstiegschancen im Beruf sind tendenziell eher gering. Wenn ich es jetzt positiv formuliere, könnte ich sagen, ich habe eine relativ klare Perspektive, was mich nach meiner Ausbildung erwartet. Realistisch betrachtet, attraktiv ist diese nicht.
Und darin sehe ich auch den Hauptgrund, dass wenige von uns jungen Menschen oder zu wenige von uns jungen Menschen eine Ausbildung hier starten. Wir diskutieren jetzt heute aber gar nicht darüber, wie wir den Beruf attraktiver gestalten können, sondern wie und inwieweit wir die Ausbildung besser vergüten können. Dazu möchte ich einen kurzen Blick auf den Status quo werfen. Die richtige Ausbildung zum Erzieher und zur Erzieherin läuft an der Fachschule momentan in drei verschiedenen Modellen ab. Erstens ein Teilzeitmodell. 2 Jahre schulische Ausbildung, die nicht vergütet werden, aber für die man BAföG beantragen kann. Ein drittes Jahr Berufspraktikum, das natürlich bezahlt wird. Zweitens von der FDP auch bevorzugt das sogenannte PIWA-Modell, eine sozusagen duale Ausbildung, für die man 2 bis 3 Tage pro Woche von vornherein arbeitet, die logischerweise auch vergütet werden. Und viertens ein 4-jähriges Teilzeitmodell. Ich habe es gerade eben schon angesprochen, eigentlich in jedem Modell wird man für praktische Tätigkeit in Hessen bezahlt. Und das Ganze auch so gut wie bundesweit sonst in keinem anderen Bundesland. Das ist auch vollkommen richtig so, denn da müssen wir ansetzen. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, ob wir die Finanzierung noch weiter erhöhen wollen, dann haben wir im Haushalt 3 Optionen. Entweder wir nehmen Schulden auf, wir schlichten den Haushalt um oder zulasten aller Eltern erhöhen wir die Kita-Gebühren. Was ich mich zu Beginn dieser Debatte frage, ist, wie genau stellen Sie sich das vor und wie hoch genau soll die Vergütung in der Ausbildung ausfallen? Ja, also es ist richtig, es gibt verschiedene Wege, diese Ausbildung zu machen und viele dieser Wege sind auch, werden von uns unterstützt. Aber man muss immer sehen, auch die PIWA-Ausbildung ist sehr anspruchsvoll. Nicht jeder möchte die in der Form machen und darum muss es auch die allgemeine Ausbildung weitergeben und die wird nur mit rund 900 Euro durchgängig vergütet über alle Zeiträume hinweg. Und da ist die PIWA-Ausbildung natürlich schon bei 1100 Euro, also deutlich besser. Und wir erleben eben auch aus den Gesprächen mit den jungen Menschen, dass das eine zentrale Rolle spielt. Wie ist es zu finanzieren? Natürlich aus dem Haushalt, ist es ganz klar. Und wir haben schon verschiedene Haushaltsanträge dazu gestellt und die auch entsprechend gegenfinanziert. Und das wird im ersten Schritt natürlich eine Summe von über 100 Millionen Euro kosten. Aber ich halte das für ein super gut angelegtes Geld, weil ihr müsst euch darüber im Klaren sein. Momentan sind 1,75 Erzieher für 25 Kinder zuständig. Und das wird eher schlimmer und schlechter, als es besser wird. Und wir können nur mehr Qualität leisten, wenn wir mehr Erzieher gewinnen. Und darum muss es uns auch ein ganz zentrales Anliegen sein. Und nebenbei vergüten wir ja auch jetzt die Lehrer besser. Also ich glaube schon, dass die Bildung da mehr Geld braucht. Ich bin da vollkommen einig mit Ihnen, dass es ein ganz wichtiges Thema ist und wir für gute frühkindliche Erziehung sorgen müssen. Wir haben aber nach wie vor in Deutschland einen massiven Mangel an Kita-Betreuungsplätzen. Konkret nach einer Bertelsmann-Studie sind das 384.000 fehlende Plätze, vor allem in Westdeutschland. Hessen ist da keine Ausnahme. Wenn wir uns jetzt das Einstiegsgehalt anschauen, beziehungsweise die Vergütung während der Ausbildung, dann haben wir in der PIWA-Ausbildung bis zu 1.328 Euro Vergütung für die praktische Tätigkeit. Sie haben es jetzt angesprochen, im Vollzeitmodell mit der schulischen Ausbildung kriegt man nur 900 Euro. Jetzt muss ich aber sagen, nur 900 Euro dafür, dass man keine praktische Tätigkeit 2 Jahre lang macht, kann man sich überlegen, ob man da jetzt noch mehr bezahlen möchte. Klar ist da die PIWA-Ausbildung etwas im Vorteil. Aber 1.328 Euro ist bundesweit führend und die Ausbildungszahlen steigen auch immer weiter. Deswegen muss ich mich an der Stelle fragen, wie Sie damit einen großen Effekt erzielen wollen, beziehungsweise warum Sie es für alle Modelle gleich machen wollen, anstatt wirklich dann die Arbeit zu fördern. Ja, es ist ja ganz klar, wir brauchen mehr Erzieherinnen und Erzieher. Und eines der wichtigsten Anreizmodelle in unserem System ist eben eine gute Vergütung. Und darum ist das die Grundvoraussetzung, dass sich junge Menschen am Ende auch die Frage stellen, kann das was für mich sein? Und natürlich ist es die Frage, kann ich 5 Jahre lang unvergütet oder mit einer geringen Vergütung diese Ausbildung am Ende machen? Und das ist ein ganz großes K.O.-Kriterium. Und natürlich kann ich ein BAföG beantragen. Das muss ich aber wieder aktiv tun. Und ist das Teil der Wertschätzung des Berufes, wenn ich für jeden anderen Beruf am Ende Geld bekomme, nur hier nicht und das aus einer tradierten Zeit kommt? Das kommt aus einem anderen Jahrtausend, wo man gesagt hat, naja, okay, das macht vielleicht mal die Tante, die das Aufsichtstante, die das macht. Wir haben heute frühkindliche Bildung mit Chancen, einen ganz anderen Stellenwert, ein ganz anderes Anforderungsprofil. Das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen aus der Zeit, wo diese Idee herstammt, dass man dieser Beruf nicht vergütet werden muss in der Ausbildung. Und von daher glaube ich schon, wir müssen mit der Zeit gehen, wir müssen das attraktiv machen. Und da zählt natürlich eine gute Vergütung immer ganz zentral vorneweg dazu.
Ja, Sie reden jetzt von den Ausbildungsberufen, dass das finanziell sehr schwierig ist. Es ist so, dass bei den Auszubildenden 75% noch zu Hause wohnen, womit ein massiver Teil der Finanzierung von so einer Ausbildung im Vergleich zu Akademikern, die teilweise in eine andere Stadt ziehen müssen, ganz woanders hin, wegfällt. Ich möchte jetzt aber nochmal den Effekt herausarbeiten, den Sie mit der Maßnahme erzielen wollen. Ihnen ist die frühkindliche, also vorschulische Erziehung besonders wichtig, um von vornherein Chancengleichheit auf dem Bildungsweg zu schaffen und uns vielleicht auch noch im Bildungsvergleich zu verbessern. Wenn wir uns jetzt die Einstiegsgehälter anschauen von Erzieherinnen und Erziehern, dann haben wir da momentan 2.800 Euro bei Erziehern und bei Grundschullehrern ein Einstiegsgehalt von 3.600 Euro, das in den kommenden Jahren auch noch erhöht wird. Eine Frage, die sich mir jetzt stellt, wenn Ihnen frühkindliche Erziehung so besonders wichtig ist, warum fordern Sie dann nicht konkret eine Gehaltsangleichung an das Gehalt von Grundschullehrern, so wie das in anderen Ländern auch der Fall ist? Ihre Partei fordert zwar eine Erhöhung, aber eine konkrete Angleichung mit der Wichtigkeit, die Sie ausstellen, habe ich nicht sehen können. Ja, also Sie sprechen das natürlich richtig an, dass wir nachher auch die Menschen im Beruf halten müssen. Ein Drittel der ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher gehen dann nämlich woanders hin. Oftmals studieren sie dann, weil Realschule plus Fachschulausbildung ermöglicht die Möglichkeit, soziale Arbeit zu studieren. Und die sind dann erstmal weg. Viele von denen würden vielleicht zurückkommen, aber es gibt keinen ausreichend sozusagen vergüteten Job dann noch in der Kita. Auch das ist ein Thema, auch das haben wir aufgegriffen. Auch dazu gibt es eine Initiative von uns. Aber erstmal müssen wir von den Leuten die Ausbildung kriegen, dass sie dann nachher sich nachqualifizieren oder nochmal studieren. Und diese Entscheidung ganz am Anfang, da spielt die Frage, habe ich denn da tatsächlich auch die Möglichkeit, kann ich das tun, wie ist es vergütet, auch eine wichtige Rolle. Und damit habe ich ein Zugangskriterium, das ich wegbekommen muss. Uns fehlen in Hessen 10.700 Erzieherinnen und Erzieher. Und da ist jede wichtige Maßnahme wie die Vergütung zwingend notwendig, um das Problem zu lösen, weil sonst lösen wir es wie die Landesregierung und sagen, wir brauchen gar keine Erzieherin mehr, sondern wir schicken nicht pädagogisches Personal in die Kitas. Und das ist natürlich für die Chancengerechtigkeit ganz schlimm. Da gebe ich Ihnen an sich auch vollkommen recht. Jetzt ist es nur so, dass wenn wir mit dieser Maßnahme ändern wir an der Attraktivität des Berufs gar nichts, sondern vergüten nur die, ich betone es nochmal, die bundesweit führende Ausbildung, was die Vergütung angeht, noch weiter. Denn wie Sie es auch sagen, viele steigen nach wenigen Jahren aus. Warum ist das so? Wegen dem hohen Druck, der in der Arbeit lastet, wie ich in meiner Eröffnung angesprochen habe. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Sie wollen in den kommenden Jahren erhöht das Land die Ausgaben für die Lehrerinnen und Lehrer und sie wollen die Erzieher besser vergüten, um das Berufsbild zu verbessern und sie wollen die Ausbildung höher vergüten. Jetzt ist es so, dass Sie haben angesprochen, Sie wollen das mit dem Haushalt decken, aber so eine große Investition allein schon bei den Lehrern erwarten uns der 110 Millionen Euro. Sie haben jetzt nochmal von 100 Millionen Euro zusätzlich für die Ausbildungsvergütung gesprochen. Das ist massiv. Also wenn wir eine massive Ausgabe haben, dann bedeutet das auch auf der anderen Seite, dass wir eine massive Einschränkung haben an anderen Stellen des Haushaltes. Eine Frage, die sich mir aber noch viel zentraler stellt, ist, dass wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir bundesweit bereits führend sind, ist, ich sehe da in gewisser Weise ein Fass ohne Boden. Sprich, wann würden Sie sagen, dass die Vergütung und die finanzielle Attraktivität von Beruf und Ausbildung hoch genug sind? Ja, da fragen Sie jetzt einen Liberalen genau richtig. Ich bin natürlich totaler Fan des Marktes. Das heißt, ich brauche Erzieherinnen und Erzieher. Die sind zwingend notwendig für die Zukunftschancen unserer Kinder. Und dann muss ich die entsprechend vergüten. Und das führt ja dazu, dass permanent die Vergütung auch steigt. Das ist ja auch super. Aber ich muss es auch attraktiver machen, indem ich eben auch Menschen, die dann studiert haben oder die sich fortgebildet haben, besser bezahle, damit sie angemessen ihre Qualifikation auch bezahlt werden. Ist natürlich klar, gutes Geld für gute Arbeit. Und dann muss ich feststellen, was ist denn die richtige Stelle zu investieren? Muss ich den ÖPNV kostenlos machen, wo wir schon Lösungen haben? Oder sage ich, ich nehme das Geld, dass der Staat nimmt ja dauernd mehr Geld ein, nehme ich das Geld und investiere es mal endlich in Bildung. Und da ist in den letzten Jahren ja sehr wenig passiert. Und ich spare halt, wenn ich den Kindern ganz am Anfang helfe, spare ich vielleicht den Sozialarbeiter in der Grundschule und dann eine Eibe-Klasse in der Berufsschule, wo dann ein Lehrer auf einen Auszubildenden aufpasst. Und darum die Investition nach vorne, ganz vorne, ist das richtige Geld eingesetzt. Und wir Freie Demokraten würden da natürlich auf die eine oder andere Maßnahme verzichten, die Landesregierung jetzt sehr lobt. Wir haben jetzt sehr schön darüber debattiert, inwiefern eine Ausbildungsvergütung oder eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung sinnvoll ist und gewinnbringend für die frühkindliche Erziehung. Ich habe dabei herausgestellt, dass im Status quo wir eigentlich Arbeit in der praktischen Ausbildung bereits bezahlen, das so gut wie bundesweit sonst kaum woanders. Sie wollen da massiv die Ausgaben für erhöhen, wo ich mich trotzdem frage, nach wie vor,
wie hoch konkret soll das ausfallen? Welche konkrete Zahl? 100 Millionen ist massiv, aber mir noch etwas zu unkonkret. Außerdem muss ich mich fragen, inwiefern bringt das denn so viel? Denn in meinen Augen ist es nicht die mangelnde Ausbildungsvergütung, die viele von uns jungen Menschen von der Ausbildung abhält, sondern vor allem die fehlende Attraktivität des Berufs. Wenn ich so einen Stress im Beruf habe, Tag für Tag, für so viele Kinder verantwortlich bin, dann ändert eine Ausbildungsvergütung daran auch nicht, sondern wir müssen es wirklich schaffen, den Beruf attraktiver zu machen, indem wir arbeitende Ausbilder zu entlasten, indem wir diese beispielsweise besser bezahlen. Vielen Dank für die Debatte. Auch dieses Mal seid ihr jetzt gefragt mit euren grünen und roten Karten. Ich wiederhole noch einmal die Frage. Sie heißt: Sollen Erzieherinnen und Erzieher in Hessen während ihrer Ausbildung vergütet werden? Wer sagt ja? Wer zeigt die grüne Karte? Ja, hier unten viel grün dabei, oben auch. Wie sieht's mit den roten Karten aus? Die Gegenstimme. Wer ist dagegen? Die Zahl fällt ein wenig kleiner aus. Alles klar, wir nehmen das zur Kenntnis. Vielen Dank. Vielen Dank an dich, Carlos, für die Vorbereitung und die Debatte. Herr Rock, Sie haben jetzt die Chance, quasi das verbale Wahlplakat hier schon mal auszurollen. In einer Minute, warum am 8. Oktober Sie und Ihre Partei wählen? Ja, also wir haben ja seit 10 Jahren Schwarz-Grün in Hessen und für uns als Freie Demokraten ist das ganze Thema Bildung ein ganz zentrales Thema. Wenn da ein paar Euro auf dem Tisch liegen würden, würden vielleicht die Grünen sagen, Klimaschutz, die SPD soziale Gerechtigkeit, CDU Sicherheit oder so. Und wir würden immer sagen, Bildung. Und das ist, haben Sie auch hier mitbekommen, das ist für uns zentral. Und das zweite wichtige Thema ist, wir müssen nachhaltige Haushaltspolitik machen. Es wurden so viele Schulden gemacht in den letzten Jahren, die alle zu ihren Lasten gehen, dass ihre Zukunft einschränkt, weil sie müssen die Schulden zurückbezahlen, die andere Leute schon ausgegeben haben. Und darum ist es wichtig, in Bildung zu investieren. Das werden wir tun, wenn wir hier in eine Mehrheit kommen. Da wird ganz viel passieren, von der frühen Bildung bis zur Wissenschaft, aber vor allem auch in die Schule und die Digitalisierung der Schule. Ich habe sie ein paar Mal schmunzeln sehen. Vor 5 Jahren habe ich Wahlkampf gemacht in Hessen mit. Man ist in Hessen sicher vor ein Ort, wo man vor WLAN sicher ist, ist eine hessische Schule. Mittlerweile ist es besser geworden. Aber es ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir an Digitalisierung verstehen. Da wird ein absoluter Schwerpunkt von uns sein. Und der Oberprojektor steht auch in der Schule meiner Tochter, die ist 14. Und von daher, die müssen weg. Und da muss auch WLAN dort sein, wo dann ein Gerät ist. Ich finde die Debatte deshalb ganz wichtig über die Frage, wie wir Schule modern machen. Vielen Dank, Herr Rock, dass Sie heute bei uns sind. So, und eine Debatte, die haben wir noch und ich sehe schon, es wird sich auch schon bereit gemacht für den Einsatz. Wir haben jetzt bei uns die Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, Frau Elisabeth Kuhler. Frau Kuhler, was müssen wir denn unbedingt über Sie wissen? Ja, ich weiß nicht, was Sie wissen müssen, aber ich kann Ihnen was erzählen, was vielleicht nicht jeder weiß, sagen wir mal so. Also ich bin 33 Jahre alt, wohne in Wiesbaden. Komme eigentlich aus Grünberg in Mittelhessen, also bin so ein richtiges Hessengewächs, wohne jetzt in Wiesbaden, was so ein bisschen Kulturschock war, weil ich in Marburg studiert habe, was so eine schöne grün-linke Studiestadt ist. Ich gucke mal Richtung Angela Dorn, die wohnt da ja auch. Ich bin jetzt nach Wiesbaden gezogen, ist ein bisschen anderes Pflaster. In meiner Freizeit, wenn ich welche habe, die zugegebenermaßen sehr begrenzt ist, mache ich gerne Musik. Ich singe in einem Chor und spiele in einer Metalband. Alles klar, vielen Dank, Frau Kuhler, für diesen kleinen Vortrag zu Ihrer Person. Wir holen den Kontraredner dazu, der wartet auch schon. Er ist 16 Jahre alt, Landessieger 2023, also frisch gebacken. 11. Klasse von der Edith-Stein-Schule in Darmstadt, Leopold Heuberger. Und auch Sie, Frau Kuhler, haben uns ein Thema mitgebracht. Ich tausche noch mal schnell das Schild, damit wir... Ist natürlich klar, dass Sie nicht mehr Herr Rock sind, aber für die Ästhetik und jemand hat die Schilder gedruckt, dann sieht es doch gleich schöner aus. Ich darf die Frage verkünden. Das Wasser ist auch noch auf dem Weg. Vielleicht können wir das auch schon bereit machen. Dann lese ich schon mal die Frage vor. Die lautet: Soll es in hessischen Innenstädten ein SUV-Verbot geben? Das Wasser kommt und dann startet die Debatte.
Ja, also ich persönlich und auch die Partei Die Linke setzt sich dafür ein, dass es in Innenstädten ein SUV-Verbot gibt. Also ein Verbot der sogenannten Sport Utility Vehicles, also ein Ausdruck aus dem Englischen. Da geht es aber um Autos, die aussehen wie ein Geländewagen, aber gar kein Geländewagen sind, aber auch oft Allradantrieben haben, aber nicht geländefähig sind. Wir setzen uns dafür ein, dass SUVs in Innenstädten verboten werden, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist insgesamt der Trend zu immer höher motorisierten und größeren Autos ein echtes Problem. 2 Tonnen Stahl oder quasi Auto für 70 Kilo Mensch, das steht in keinem Verhältnis mehr, wenn wir auch angesichts der Klimakrise uns auch über Ressourcenschonung unterhalten wollen. Aber SUVs sind nicht nur sozusagen schlecht für die Umwelt und für die Ressourcen, sondern sie sind auch gefährlich. Mit ihnen geht ein erheblich höheres Unfallrisiko einher. Es ist so, dass man einen Unfall mit einem Fußgänger ist sozusagen 4-mal höher die Wahrscheinlichkeit, wenn ein SUV gefahren wird, als bei einem anderen PKW. Das heißt, in den Innenstädten haben wir natürlich auch eine erheblich dichtere Bevölkerung als jetzt auf dem Land. Das heißt, da laufen ja auch viele Fußgänger rum. Es gibt viele Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Wenn man dann mit einem sehr großen PKW, wie ein SUV es nun mal ist, oder eben auch ein Pickup oder einem Geländewagen fährt, dann ist nun mal das Unfallrisiko deutlich höher. Es gab auch im Jahr 2019 einen Unfall in Berlin. Da sind 4 Menschen ums Leben gekommen mit einem SUV. Und insgesamt ist es auch der Wille der Stadtbevölkerung. Es gab mal eine Umfrage von Civil, da kam raus, dass über 53% der Menschen in großen Städten dafür sind, dass SUVs nicht mehr in den Großstädten fahren dürfen, einfach weil es ein Sicherheitsrisiko für alle anderen Verkehrsteilnehmer, übrigens auch für diejenigen, die ein kleineres Auto fahren, darstellt. Und diese SUVs, letztes Argument, sie verstopfen ja auch die Innenstädte. Also alle, die schon mal hier in Wiesbaden lang gefahren sind, in allen Städten, wo viele SUVs sind, es gibt sowieso kaum Parkraum. Das heißt, für ein kleineres Auto versucht man dann einen Parkplatz zu finden und passt dann in eine Parklücke zwischen 2 SUVs nicht rein. Es gibt viel mehr Stau und so weiter. Es ist nicht effizient, es ist klimaschädlich und es ist gefährlich. Sollen SUVs in hessischen Innenstädten verboten werden? Diese Frage stellen wir uns in der heutigen Debatte. Sie, Frau Kuhler, hatten jetzt in Ihrer Maßnahme angesprochen, dass Sie diese eben in hessischen Innenstädten verbieten sollen. Doch diesbezüglich bleiben mir noch einige Fragen offen. Zuallererst einmal, ab wann soll dieses Verbot durchgesetzt werden? Ich meine, hier müssen ja passende Alternativen für die SUV-Fahrer geschaffen werden, dass sie eben ihre Autos außerhalb der Innenstädte abstellen können und dann beispielsweise mit dem ÖPNV weiterfahren können. Was wir aber in einer vorhergegangenen Debatte schon gehört haben, der ÖPNV ist jetzt nicht im besten Zustand, um das gewährleisten zu können. Das heißt, hier muss doch erstmal einige Arbeit getan werden. Des Weiteren stellt sich mir die Frage, was ist denn genau eine hessische Innenstadt? Wie definieren Sie das? Machen Sie das in allen hessischen Innenstädten oder nur in den Ballungsräumen? Wäre das eine gewisse Grauzone, in denen die SUVs abgestellt werden können, oder eine klare Linie, wo wir eben auch Parkraum schaffen müssten, damit die Leute dort ihre SUVs abstellen könnten? Des Weiteren hatten Sie die Probleme angesprochen, die durch SUVs entstehen, mit welchen Sie Ihre Maßnahme eben begründen. Zum einen hatten Sie die Emissionen angesprochen. SUVs sind laut Ihnen eben sehr umweltschädlich und deshalb nicht begründbar. Hier will ich Ihnen aber widersprechen, denn ein SUV ist nicht gleich ein SUV. Hier gibt es sowohl größentechnisch große Unterschiede als auch eben emissionstechnisch. Nicht jeder SUV ist ein so großer SUV, wie Sie ihn jetzt beschrieben haben. Gerade mal 13% aller SUVs hier in Deutschland sind solch große SUVs wie der BMW XS. Und auch emissionstechnisch gibt es große Unterschiede. Hier gibt es beispielsweise E-SUVs wie der Tesla Model X, der eben nicht unter diesen Rahmen fallen würde. Und hier sehe ich eben das Problem, dass Ihre Maßnahme alle diese SUVs unter einen Hut stecken würde und alle verbieten würde, obwohl diese zu den Problemen gar nicht zutreffen. Das weitere zentrale Problem, welches Sie angesprochen hatten, war die Gefahr, die durch SUVs entsteht. Hier würde ich Ihnen aber widersprechen, denn eine Studie des UDV bezüglich der SUVs im Unfallgeschehen hat gezeigt, dass für einen Unfall mit Personenschaden primär die Geschwindigkeit ausschlaggebend ist. Das heißt, SUVs verhalten sich bei Unfällen mit Personenschäden nicht anders als PKWs. Das heißt, dieses Problem trifft auch nicht wirklich zu. Und weil ich die Probleme hier nicht gegeben sehe und hier eher eine Art Vorurteil gegenüber SUVs sehe, denen man jetzt mit einer solchen Maßnahme entgegenwirken will, plädiere ich gegen Ihre Maßnahme. Ja, da muss ich widersprechen. Das liegt ja jetzt auch in der Natur der Debatte. Es ist tatsächlich so, und das hat eine Sicherheitsagentur der Automobilindustrie sogar, der US-amerikanischen, herausgefunden, dass eben der Personenschaden deutlich höher ist, wenn man mit einem SUV sozusagen einen Unfall baut, als mit einem anderen PKW. Es ist nun mal so, dass auch das Durchschnittsgewicht
der SUVs wird immer größer. Also das ist eben leider nicht so, wie Sie es jetzt so ein bisschen dargelegt haben, dass die SUVs, es gibt ja auch kleine SUVs und die sind dann nicht so gefährlich. Ja, okay, aber das Durchschnittsgewicht und die Durchschnittsgröße der SUVs, die gebaut werden, die gekauft werden, die steigt. Das ist ja das Problem. Also die Autos werden immer größer, die werden immer schwerer. Und wenn Sie jetzt den Tesla angesprochen haben mit der Batterie, ja, aber auch diese Batterie ist sehr, sehr schwer. Und das ist nicht unbedingt ressourcenschonend, eine riesengroße Batterie, die sehr schwer ist, mit einem riesengroßen Auto herumzufahren, wo eine Person drin sitzt im Zweifelsfall. Also ich bleibe dabei, es ist weder für das Klima noch für die Sicherheit in unseren Innenstädten gut, wenn sehr viele von diesen SUVs rumfahren. Was ich jetzt aus Ihrem ersten Redebeitrag entnommen habe, ist, dass Sie SUVs als unnötig empfinden, dass diese zumeist nur von einzelnen Personen gefahren werden und damit nicht wirklich nötig sind. Hier will ich Ihnen aber widersprechen, denn bei einer Umfrage bezüglich der Motive, warum ein SUV eben erworben wird, waren zum einen das höhere Sicherheitsgefühl im SUV ausschlaggebend, der bessere Überblick über den Verkehr, aber eben auch das bequemere Ein- und Aussteigen. Das heißt, wir beschäftigen uns hier mit einer vor allem älteren Personengruppe, welche eben in tiefer gelegene Autos nicht mehr einsteigen kann und mittels dem SUV aber eben noch Anschluss findet und somit auch mobil bleibt. Das heißt, ich sehe das Problem nicht wirklich gegeben, dass die SUVs nicht benötigt werden. Auch für gewisse Berufe werden sie benötigt, wie Förster oder Landwirte oder eben ähnliche Berufe, bei denen eine hohe Zuglast, aber auch Geländefähigkeit benötigt wird. Des Weiteren würde ich an dieser Stelle noch einmal gerne die Machbarkeit Ihrer Maßnahme ansprechen. Denn SUVs sind keine eigene Fahrzeugklasse, sowohl im Straßenrecht als auch im Zulassungsrecht auch nicht. Das heißt, diese Maßnahme wäre doch praktisch gar nicht realisierbar, weil wir die Autos gar nicht wirklich als SUVs deklarieren können, weil es eben kein eindeutiger Begriff ist. Also zunächst nochmal zum höheren Sicherheitsgefühl. Natürlich hat man ein größeres Sicherheitsgefühl, wenn man in einem großen Auto sitzt, was viel Raum einnimmt. Das Problem ist aber, dass die Sicherheit von mir in dem Fall dann zulasten der Sicherheit von allen anderen Verkehrsteilnehmenden gilt. Das heißt, man muss ja auch mal ein bisschen gucken, wie gucke ich einfach auf die Frage von Verkehrssicherheit. Es geht ja nicht nur um mich, sondern es geht ja um alle Menschen, die in der Stadt unterwegs sind. Zum Thema Förster. Wir wollen ja nicht die Geländewagen aus dem Wald verbieten. Es geht darum, SUVs, die nicht mal wirklich geländefähig sind, die aber unsere Innenstädte verpesten und verstopfen, dass die sozusagen da, wo einfach kein Platz ist, nämlich in unseren Innenstädten, dort keinen Raum haben sollten, weil sie dort schlichtweg gefährlich sind. Auch übrigens für Kinder. Es geht ja auch um die Stoßstangenhöhe. Man sieht oft kleine, es gibt auch immer so Bilder, wenn man so ein kleines Kind vor so ein riesen SUV stellt, das verschwindet ja quasi. Von daher, ich bleibe dabei. Geländewagen, da wo sie natürlich eingesetzt werden müssen, selbstverständlich. Aber sogenannte SUVs in den Innenstädten, das halte ich weiterhin für keine gute Idee, gerade wegen der Sicherheitslage. Gehen wir doch einmal davon aus, dass die Probleme, die Sie gerade angesprochen haben, wirklich zutreffen. Dass die Sicherheit von SUV-Fahrern hier eben besser gewährleistet ist als die von Pkw-Insassen und in den Innenstädten eben auch kein Platz ist. Natürlich können wir jetzt davon ausgehen, dass das durch SUVs eben gewährleistet wird. Aber wird das wirklich nur durch SUVs gewährleistet oder nicht auch durch andere größere Autos, wie beispielsweise Lieferwagen oder Taxibusse oder Ähnliches, welche genauso emissionsträchtig sind und auch um einiges größer, in denen aber meist auch nur eine Person fährt. Und deshalb stelle ich mir jetzt hier persönlich auch die Frage, warum beziehen Sie sich mit Ihrer Maßnahme nur auf SUVs, wo diese Probleme doch auch auf andere Fahrzeuggruppen zutrifft? Mir scheint das hier, als würde der SUV hier als Sündenbock genommen werden, um eine schnelle Lösung für dieses Problem zu finden und zu schaffen, ohne das wirkliche und eigentliche Problem anzugehen, und zwar die vielen Autos. Ja, da gebe ich Ihnen sogar recht. Also die vielen Autos sind das Grundproblem. Aber das Problem wird ja dadurch verstärkt, dass die Autos immer größer werden. Also wenn es immer mehr Autos gibt und die Autos, die es dann mehr gibt, werden auch immer größer und breiter, dann hat man ja noch weniger Platz. Und natürlich, wir wollen als Linke eine insgesamte Verkehrswende auch für die Innenstadt. Wir haben hier in Wiesbaden dafür geworben beispielsweise, dass es hier eine Citybahn gibt. Also eine Straßenbahn. Es gibt keine vergleichsweise Landeshauptstadt in Deutschland, die keine Straßenbahn hat. Nur Wiesbaden hat das nicht. Und dafür haben wir uns sehr stark eingesetzt, um nämlich auch ein attraktiveres ÖPNV-Angebot zu schaffen. Natürlich muss es weiterhin auch Transportwagen durch die Stadt geben. Aber da, wo wir Platz schaffen können, nämlich indem wir SUVs in den Innenstädten verbieten, da wollen wir dann auch Raum schaffen für Fahrradfahrer, für Fußgänger, für alle, die sich sonst eben im städtischen Raum bewegen. Und ich glaube, auch SUV-Fahrerinnen und SUV-Fahrer könnten ja auf die Idee kommen, dann auch eine Straßenbahn zu nutzen. Das ist auch erwiesen, dass auch Menschen mit einem hohen Einkommen lieber einen schienengebundenen ÖPNV nutzen als den Bus. Mehr Raum in Innenstädten schaffen, an sich für den
Fußgänger oder an sich für alle Personen, das ist ja erstmal eine löbliche Einstellung. Jedoch stellt sich mir hier auch die Frage, warum muss es denn genau ein Verbot sein? Warum verbieten wir hier SUVs, wenn es doch viel mildere Mittel gibt, die eine gleiche positive Auswirkung hätten? Schauen wir einmal nach Frankreich. So gibt es dort das sogenannte Bonus-Malus-System, welches die Bürgerinnen und Bürger dazu bewegen soll, zunehmend kleinere Autos zu kaufen. Wer ein kleineres Auto kauft, kriegt gewisse Prämien. Wer ein größeres Auto kauft, muss Abgaben tätigen. Und deshalb stellt sich mir hier die Frage, warum verbieten wir denn hier SUVs, wenn da die Probleme auf uns zukommen, dass wir Alternativen schaffen müssen für die Leute, die bereits ein SUV besitzen, aber sich kein anderes Auto leisten können, aber in der Stadt trotzdem weiter mit dem Automobil sein möchten. Warum stellen wir hier nicht einfach auf ein solches milderes Mittel zurück oder greifen wir auf ein so milderes Mittel zurück, welches diesen Leuten weiterhin ermöglichen würde, den SUV zu nutzen, aber bei einem Neukauf eher zu einem kleineren Auto tendieren würden? Ja, mich haben bisher diese milderen Mittel nicht überzeugt. Gerade bei so einem System wie ein großes Auto kostet mehr. Wir wissen ja, dass die SUV-Menschen, die sich ein SUV leisten können, in der Regel Menschen sind, die auch ein gutes Einkommen haben. Das heißt, sie werden einfach trotzdem weiter den SUV fahren, auch wenn es ein bisschen mehr Geld kostet. Und dann haben wir eben das Problem, SUVs sind sehr schwer. Es ist eben auch so, dass dadurch unsere Parkhäuser beispielsweise in Mitleidenschaft gezogen werden, dadurch, dass so viele so schwere Autos da drin stehen oder unsere Straßeninfrastruktur, unsere Gehwege, wenn auf dem Gehweg mit so einem schweren Auto geparkt wird, das belastet also auch die Kommune finanziell, weil dann muss nämlich mehr investiert werden in unsere Straßen, in die Gehwege, in die Parkhäuser. Also mich überzeugen diese ganzen milderen Mittel bisher nicht. Ich bin dafür, ich wäre froh, wenn überhaupt was gemacht würde gegen so große Autos in den Innenstädten. Leider gibt es da aktuell ja nicht wirklich wird da nicht gegen vorgegangen, aber ich bleibe dabei, bisher hat mich am meisten überzeugt, einfach SUVs aus unseren Innenstädten zu verbieten und Gegenangebote zu schaffen. Sollen SUVs in hessischen Innenstädten verboten werden? Diese Frage haben wir uns in der heutigen Debatte gestellt. Hierbei wurden von Frau Kuhler vor allem die Probleme des eben zu hohen Gewichts und dadurch die hohen Emissionen, aber eben auch der Gefahr im Straßenverkehr angebracht. Für mich wichtig in dieser Debatte war aber vor allem, warum wir uns hier auf SUVs beschränken. Diese Probleme treffen doch eigentlich auf alle anderen Autoklassen zu und eine Beschränkung führt doch hier nicht eigentlich zur eigentlichen Lösung des Problems. Des Weiteren hat sich mir auch die Frage gestellt, warum ein Verbot? Es gibt mildere Mittel, welche eben ähnliche Ziele hervorrufen könnten, ohne eben diese Nachteile zu beinhalten. Ausschlaggebend für mich war aber hierbei auf jeden Fall, dass SUVs vor allem auch von älteren Menschen benötigt werden und eben essentiell für gewisse Personengruppen sind und somit nicht einfach nur als Statussymbol abgetan werden können. Und aufgrund dieser Aspekte plädiere ich auch gegen Ende der Debatte ganz klar gegen ein Verbot von SUVs. Ja, das war sie, unsere letzte Debatte. Und das heißt auch ein letztes Mal ist jetzt nochmal die ganze Kraft von euch gefordert, die zwei Abstimmungskarten in die Hand zu nehmen und folgende Frage zu beantworten. Soll es in hessischen Innenstädten ein SUV-Verbot geben? Wer sagt, ja, ich bin für ein Verbot? Dann die grüne Karte, bitte. Ja. Wie sieht's mit der Gegenposition aus? Wer sagt, nein? Voll. Das kann man ganz wertungsfrei damit beantworten, dass wir mehr rote Karten sehen. Wir nehmen das zur Kenntnis. Vielen Dank. Und danken auch dir, Leopold, für deine Vorbereitung und die Debatte. Du darfst dich gern wieder setzen. Ja, Frau Kuhler, Sie haben jetzt die Chance, eine Frage gestellt bekommen zu dürfen quasi von unseren Erstwählern, von den Leuten aus dem Publikum. Wer hat eine Frage für Frau Kuhler? Da geht eine Hand hoch. Sehr schön, das Mikrofon kommt. Einmal kurz vorstellen und dann die Frage bitte. Mein Name ist Nell Panda, ich komme aus der Marienschule in Nürnberg und meine Frage ist, wenn Sie jetzt angenommen das SUV-Verbot in Innenstädten durchgesetzt bekommen, ob Sie dann auch komplett autofreie Innenstädte haben wollen? Ich finde die Idee von autofreien Innenstädten sehr sympathisch. Ich weiß, dass man das nicht von heute auf morgen einfach umsetzen kann. Das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, man muss Schritte dahin gehen. Und dazu gehört es eben, den wenigen Platz, den man nun mal in einer Innenstadt hat, auch solidarisch gerecht so zu verteilen, dass alle Verkehrsteilnehmer gut daran teilnehmen können. In den 50er Jahren wurden unsere Innenstädte autogerecht umgebaut. Jetzt müssen wir halt wieder dazu kommen, mehr Platz zu schaffen für Radfahrerinnen und Radfahrer, für Fußgängerinnen und Fußgänger.
Da muss jetzt mal angefangen werden. Und irgendwann würde ich mich freuen, wenn wir es schaffen würden, dass auch ein Teil unserer Innenstädte auch wirklich autofrei ist. Aber dazu muss man eben konkrete Schritte gehen. Ein SUV-Verbot wäre da eben ein Anfang. Vielen Dank für die Frage, vielen Dank für die Antwort. Und auch Sie, Frau Kuhler, haben jetzt noch mal eine Minute Zeit für den Wahlaufruf. Warum am 8. Oktober Sie und Ihre Partei wählen? Ja, ich möchte gerne dafür werben, am 8. Oktober der Linken die Stimme zu geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Linke als politische Kraft dringend gebraucht wird. Wir haben aktuell Krise, Krieg und Inflation. Wir haben eine enorme soziale Spaltung, die immer weiter zunimmt. Wir haben auf der einen Seite jedes vierte Kind mittlerweile, das in Hessen in Armut lebt. Gleichzeitig haben wir über 2000 Einkommensmillionäre mittlerweile in Hessen. Und diese Schere geht eben immer weiter auseinander. Und wir als Linke sind die politische Kraft, die das immer wieder vorbringen und thematisieren und kritisieren und eben da den Finger in die Wunde legen. Und ich glaube, angesichts des Rechtsrucks der Gesellschaft, auch der Stärke der AfD, braucht es auch ein gesellschaftliches Gegengewicht. Und die Linke steht für ein solidarisches Zusammenleben von allen Menschen in Deutschland und möchte gerne dem Rechtsruck ein solidarisches Programm entgegensetzen, der sozialen Gerechtigkeit, der Umverteilung und der Menschenwürde. Und deswegen glaube ich, ist es dringend wichtig, dringend notwendig, dass die Linke auch wieder im nächsten Hessischen Landtag vertreten ist. Vielen Dank, Frau Kuhler, dass Sie heute bei uns sind. Ja, wir haben heute 5 Debatten gehört und schon mal einen ersten Überblick bekommen über die Parteien, über einzelne Themen, sind in die Themen auch reingegangen. Wem das jetzt alles ein bisschen schnell ging oder sich das nicht alles bis in den Oktober rein merken kann, gar kein Problem. Wir sehen ja, es sind Kameras dabei gewesen. Das heißt, man kann sich das alles nochmal online anschauen, nochmal in Ruhe, nochmal vorbereiten vor der Wahl und sich in Erinnerung rufen, was wir hier heute gesehen und gehört haben. Ich möchte an dieser Stelle auch aufmerksam machen auf die Bildungsangebote des Landtags, die auf der Website zu finden sind. Da gibt es auch nochmal alle Informationen zur Wahl. Im Internet gibt es natürlich auch alles Wichtige zur Juniorwahl. Das heißt, in den Tagen vor dem Wahlsonntag wird an den Schulen die Wahlurne stehen. Da kann man seine Stimme abgeben und die Ergebnisse werden dann am Sonntag präsentiert, genauso wie alle anderen Wahlergebnisse auch. Also auch da die Möglichkeit nutzen, die Stimme abzugeben. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass natürlich alle einzelnen Parteien eine Webseite haben. Auch da kann man sich informieren oder auch nochmal eine Frage stellen, die einem vielleicht erst jetzt später am Abend einfällt und man sich denkt, Mensch, hätte ich das mal im Landtag gefragt? Kein Problem, man kann immer eine E-Mail schreiben, denke ich mal, und bekommt eine Antwort. Ich sehe zustimmendes Nicken. Schön. Ich danke an dieser Stelle dann auch Ihnen, liebe Politikerinnen, liebe Politiker, dass Sie sich den Fragen und der Debatte gestellt haben und den Landessiegern und Landessiegerinnen, dass ihr euch vorbereitet habt auf die Debatten und hier debattiert habt. Ich wünsche Ihnen und euch jetzt noch einen schönen Resttag. Vergesst nicht, am 8. Oktober wählen zu gehen oder an der Juniorwahl teilzunehmen. Ich sage vielen Dank, dass Sie heute da waren. Das war Jugend debattiert mit Spitzenkandidaten hier in Hessen.